So, Jawohl. das sieht doch gut aus, würde ich Oh, sagen. das geht los. Ich bin so aufgeregt. Ja! Bietet euch doch einfach ein Bündnis an, wenn ihr nicht in einem Team startet oder ist das wegen der Siegbedingungen dann doof? Das geht nicht. Das geht tatsächlich nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, muss ich Ja. zugeben. Dankeschön, Weil Olli, für den in Warhammer Prime-Sub. 2 konntest Und du dich Dankeschön, halt mit all. Elandrian, Also, ich für die zwei verstehe die Monate. Vielen Mechanik, lieben dass Dank. das Chaos halt Dankeschön, loremäßig Dankeschön. sich nicht verbündet und so. Vielen Dank. Und Aber Dankeschön, Yoshi, für dass die man neun nicht mal für Monate. eine Vielen lieben Dank. Koop-Kampagne eine Ausnahme macht, finde ich ein bisschen schade. Ja. Ist für die Experience, finde ich, auch ein bisschen sad, weil man könnte ja dann trotzdem sagen, man kann nicht zusammen gewinnen, aber man kann im Korb zusammen spielen, so. Das würde ja schon reichen, so. Dass wir Ja. dann andere Siegbedingungen haben, ist ja klar, aber. So. So, hier sind wir mit. Genau, wir können ja mal kurz einen Überblick geben. Wir sind Geschwister jetzt, lustigerweise, tatsächlich. Du bist Miao Ying, die Sturmdrachin. Du bist da oben links. Bin, glaube ich, die Und. älteste Schwester, ne? Aus Genau, dem. und ich bin, glaube ich, so ein bisschen eifersüchtig, dass du präferiert bist von unserem Vater, Dankeschön, dem Yoshi, für die neun Monate. Vielen Drachenkaiser. lieben Dank. Und Und ich Dankeschön, bin hier Abzi, unten für die 18 der Monate. Vielen lieben Dank. Eisendrache Zhao Dankeschön, Ming. Dankeschön. Und wir können uns beide, wir können uns nicht in Drachen verwandeln, wir sind beide Drachen, die hier Menschengestalt haben. Die Drachengestalt ist natürlich die echte Gestalt. Kommt Und an, sind Kat. beide Yes, Sasak. Kasai, was so eine Harmoniemechanik hat, dass wir aufpassen müssen, dass wir Yin und Yang, was durch alle irgendwie Einheiten und Truppen und so beeinflusst wird, im Gleichgewicht halten. Oh, das wusste ich gar nicht. Das ist für mich, also ich schaue mir jetzt gerade das allererste Mal diese Fraktion an. Ich bin ultra aufgeregt. Und ich sehe gerade, ah, da oben gibt es Harmonie. Ist das Gleichgewicht des Yin und Yang in ihrer Fraktion? Charaktere, Gebäude und Technologien haben Auswirkungen auf dieses Gleichgewicht. Ach, und das heißt, ich muss beim Bauen darauf achten, wie ich was baue, oder? Genau, also alle Einheiten und Gebäude beeinflussen das wohl. Oh, ah, ich sehe das. Da gibt es überall dieses kleine Symbol. Und ich Genau. kann quasi, ich muss immer synchron bauen sozusagen. Oh, das ist ja cool. Also es scheint, die Faustregel scheint zu sein, was Truppen angeht, dass Yang Schwertkämpfer und Nahkämpfer sind und Yin sind Bogenschützen. Und alles, was Fernkampf ist. Das heißt, du willst ausgewogene Armeen haben. Und bei Gebäuden ist es wohl ähnlich, dass Das ist Gebäude auch so sich beeinflussen. cool. Ich bin extrem aufgeregt gerade. Das ist ja unfassbar cool, diese Mechanik. Damit habe ich nicht gerechnet. Ah, es wird gesagt bei mir, Einheiten beeinflussen die Schlachtharmonie. Und auf der Kampagnenkarte gelten Charaktere, Ereignisse, Gebäude und Technologien, die du erforschst. Und mein Charakter ist wohl ein bisschen auf Yang gepolt und du bist auf Yin gepolt. Jawohl, ich habe den schwarzen Blob. Genau, und ich habe den weißen Blob. So, Das heißt, ich und. werde hier mal vielleicht ein Gebäude bauen, das einen. Wei oh, aber Ressourcen. Aber Ressourcen. Wachstum. Man hat hier zum Beispiel, genau, hat man hier Yin- und Yang-Gebäude, Ah, was und die Einkommen. unterbinden sich teilweise auch gegenseitig. Genau, Also als interessant. Arbeitsbeschaffungsamt kann ich dann keinen Teesalon mehr bauen. Genau, und der Gewürzmarkt und der Warenmarkt unterbinden sich auch. Wobei der Gewürzmarkt einfach, kann das, ist der einfach besser? Nee, die Handelsbörse bringt mehr Einkommen und Yang, während das Handelszentrum Handelseinkommen erhöht und Yin gibt und dafür weniger Grundeinkommen hat. Interessant. Und da haben wir im Bau, also bei Arbeitsbeschaffungsamt haben wir ja minus 4% auf alle Gebäude und bei Tesalon Einkommen aus allen Gebäuden. Interessant. Und du hast noch so Support-Gebäude, die deine Truppen verbessern. Hey, das gefällt mir gut. Ich mag es ja, ich fand es ja immer bei Warhammer ein bisschen schade, dass sie so den Wirtschaftsfokus ein bisschen reduziert haben. Das scheint jetzt ein bisschen mehr zu haben. Ja. Ja, das ist jetzt blöd. Ich will nämlich unbedingt den Gewürzmarkt haben. Oder? Will ich den Gewürzmarkt?
Nee, wir holen uns den Warenmarkt. Wir holen uns den Warenmarkt. Und ich werde direkt kämpfen. Sowas. Wenn du bereit bist. Ich meine, die erste Schlacht wirst du ja wahrscheinlich einfach gewinnen, oder? Oder wollen wir die schlagen? Ich hoffe es. Ja. Ja, easy. Das ist ein entscheidender Sieg. Das ist jetzt keine so große Herausforderung. Und da kann ich meine Schatzkammer Gefangene begnadigen, Gegner hinrichten, verehren. Ich will Geld. Sehr gut. Ich glaube, ich werde auch direkt das Gleiche tun. Und hier diese Skaven wegmachen. Was passiert denn, wenn man nicht mehr im Gleichgewicht ist? Wahrscheinlich Mali weniger. Man kriegt dann weniger Einkommen aus den falschen Gebäuden, aber mehr aus den richtigen, witzigerweise. Aber man kriegt wohl auch weniger Kontrolle in allen Provinzen, was natürlich relativ schnell sich. Und du verlierst den Wachstumsbonus, den du für perfekte Harmonie bekommst. Nicht mehr im Gleichgewicht, man fällt einfach um. Das gefällt mir. Boing. Wenn jemand fragt, könnt ihr was zum Zugsystem sagen? Sind die Kämpfe jetzt alle automatisch? Nee, wir können das entscheiden. Ob wir kämpfen wollen oder nicht. Serve me. Serve the Emperor. So. Dann habe ich das hier. Wir machen hier aber auch ein Lager gerade, während wir Ding sind. So, dann habe ich hier mein Gebäude ausgewählt. Meine Forschung habe ich auch schon ausgewählt. Dann gibt es eine Elfenbein. Oh, wir haben Karawanen. Das kommt auch noch, genau. Das, Reservekarawanen, Frachtwert 500. Ziel. Ach, und ich kann das jetzt, ich kann die Karawane wohin schicken. Und dann kriege ich dafür Geld oder. Ich glaube, man kriegt dann irgendwelche Boni, ja. Aber die Gefahr ist sehr hoch, weil ich da noch im Krieg bin. Also machen wir das mit den Karawanen vielleicht erstmal noch nicht. Und dann haben wir hier noch einen Kompass. Vielleicht kann ich schon eine sinnvolle machen. Nutzt die Wende der Magie, um den Großdorf Café Wohlstand zu bringen. Das Ausrichten des Kompasses füllt die jeweilige Energiereserve. Je größer Energiereserven, desto größer auch die Vorteile. Die Energiereserven aller Richtungen nehmen jedoch mit der Zeit ab. Ich nehme keinen Ogre-Verbündeten als meinen Karawanenmeister Chun-Li. Das ist Unfug. Und wo kannst du hin? Genau, und hier haben wir eben diese Karawanen, von denen gesprochen wird, aber die können wir nur runterschicken. Gefahr hoch, hoch. War insgesamt hoch. Ja, das scheint bei mir auch alles hoch zu sein. Das müssen wir wohl mal ein bisschen erstmal. Also mir wurde gesagt, dass die Karawanen auch Soldaten besitzen und relativ gut durchkommen. Aber relativ ist halt relativ. Für welchen Schwierigkeitsgrad kommen sie relativ gut durch? Endlich mal ordentlich Chaos-Fraktionen und schon spielen alle Nicht-Chaos-Fraktionen, Kekwe. Naja, also ich finde die Chaos-Fraktion ja auch absolut großartig. Aber Maurice hat ja seinen Singleplayer-Chaos-Dingsterbumster schon. Und ich spiele gerade privat eine Slanish-Kampagne, just for fun. Und ich habe halt auch, also ich habe halt nicht Slanish gecosplayt. Was unfassbar cool gewesen wäre. Oh. Aber ich habe halt auch zwei Brüste. Und das wäre halt vielleicht schwierig gewesen bei dem Dämon, der halt nicht zwei hat. Nee, da hätte ich aber auch so einen riesigen Ganzkörperanzug gebraucht, damit ich das hätte machen können. Wäre aber auch geil gewesen. Holy shit. Ich probiere es mal mit dieser Karawane. Ich schicke sie dahin, wo man am meisten Geld bekommt. Ach, gleich richtig greedy. Nach Schloss Drakenhof. Nach Schloss Drakenhof. Ja, soll ich die da mitschicken und dann gucken wir, ob wir uns gegenseitig unterstützen auf der Strecke? Auch eine Idee. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber. So, dann können wir den Frachtwert auch noch definieren. Ach du Scheiße.
Ach, das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Ich habe einfach den Standard genommen. Ja, ich habe da jetzt 1000 Gold reingeschmissen. Geil. So, bewegt sich die jetzt automatisch, Chat? Da muss ich nichts machen, oder? Ich glaube schon, dass die erstmal automatisch und ab und dann gibt es dann Schlachten. Die läuft automatisch. Ja, wundervoll, dann habe ich das. Oh, okay. Und da steht jetzt Kriegskönig, Verbundenheit, verbündete Siedlungen. Ich kann bei dir einen Außenposten bauen. Genau, aber das ich glaube, das ist nicht so schlau bei uns, weil der Außenposten lässt dich die Einheiten der anderen Fraktionen rekrutieren. Aber wir haben ja eh die gleiche Fraktion. Aber wir können uns doch auch unterstützen, oder? Das stimmt. Kann ich beim Außenposten Armee spawnen? Das weiß ich gar nicht. Hab den ich habe den auch noch nie gebaut, deswegen bin ich da so ein bisschen... So, ich kann mich mit dem einen Dude, kann ich mich da gut stellen. Mit Xian Hu. Der ist, glaube ich, im Norden von uns. Den werde ich, genau, den werde ich versuchen, einfach einzunehmen. Ich würde da jetzt nicht zu viele Bündnisse eingehen, weil wir sonst vielleicht uns dann im Krieg im Weg stehen, was die Sachen angeht. Aber ich glaube, da so ganz im Norden von uns, da werden wir nicht, also gut, mit der kann ich mich zum Beispiel schon nicht mehr gut stellen, weil die, wo ist, wo ich Krieg führen muss, oder? Ach so, nee, die ist da oben. Ja, siehst du, dann habe ich da noch eine, mit der ich mich gut stellen kann. Und dann habe ich über mir schon mal zwei Fraktionen, die ich einfach konföderieren werde. Dann muss ich da nicht kämpfen für. Ich werde auch mal ein bisschen anfangen, einfach Handel schon mal zu machen mit allen. Genau das, Geld. Geld, Geld, Geld. Das sind die magischen Worte. So. Was haben wir denn vielleicht für einen Helden? Okay, ich sollte doch einen Außenposten bei dir bauen. Weil der Außenposten spawnt Garnison für dich. Das heißt, du bekommst dann einfach Garnison. Das ist natürlich cool. Dann können wir das gerne mal auch gegenseitig machen. Wie viel kostet so ein Außenposten? Sehr viel, der kostet 3000. Ah, dann warten wir vielleicht beide noch ein bisschen ab, bis... Ah, ich hab den da jetzt schon reingesetzt, aber mach dir keinen Stress, also... Oh, jetzt bin ich natürlich beschämt. Nein, 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 wirklich nicht. Ich hab den einfach in den Hafen von Hanyu, glaube ich, reingepackt gerade. Jawohl, das ist meine Hauptstadt. Perfekt. Dann sage ich vielen Dank. Sehr gerne. Wenn es dir bald möglichst vergelten. Ich habe tatsächlich beziehungsweise gerade schon gar keine 3000 mehr. Aber wir machen... Ach, direkt schon alles an Geld ausgegeben. Ja, verstehe ich. Ja, ja. Ja, es ist halt... So, aber damit bin ich zumindest durch. Garnison, ich kenne nur Garnison. Ich glaube, es heißt auch Garnison und nicht Garnison. Ich glaube, ich kann einfach nicht reden. Chat, das ist, um ehrlich zu sein. So, das hier wird ja jetzt eine Skaven-Stadt sein, aber die machen wir einfach platt. Ein entscheidender Sieg. Holen wir uns schnell. Erzzeugwart kann ich mittlerweile sagen, aber wir sagen auch eigentlich eher Erzäumel dazu mittlerweile bei uns. Aber Maurice hat es auch falsch gesagt. Das stimmt. Also falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann müsst ihr den Podcast von der GameStar auf jeden Fall noch nachholen. Da haben nämlich unter anderem, wer war es, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Micha, Steinwallen und du und ich. Genau, dann war Micha. Ich war mir nämlich nicht hundertprozentig sicher, ob es Micha war, aber dann hatte ich das richtig im Kopf. Und wir hatten über Crusader Kings 3 und Royal Courts gesprochen und da hat Maurice es auch falsch ausgesprochen und ich habe mich sehr gut gefühlt dabei, weil ich dann gecheckt habe, ich bin nicht die Einzige, die damit kämpft. Ich gebe zu, das war für mich auch und ich kann zumindest sagen, in aller Bescheidenheit, es passiert gar nicht mehr so oft. Es war für mich ein völlig neues Wort. Ich hatte keine Ahnung, was zum Geier das sein soll. Und was er gemacht hat im Mittelalter, ob das eine historische Rolle war, nie gehört. Und deswegen habe ich es auch falsch ausgesprochen.
So, jetzt rüsten wir hier weiter. Habe ich das richtig verstanden, dass wir eine riesige Mauer haben, die wir schützen, also mit, die quasi uns schützt vor dem, was vor dem dahinter Chaos. Ist? Ja. Warte mal. Wir müssen sie auch schützen. Ist Schlangentor, ist das nicht das Gebiet, wo dann bei das bei Morati dort ist, bei ihrem Anfangspunkt? Nee, ich weiß. Da gibt es auch etwas, das so ähnlich heißt. Aber okay. Aber wir haben oben rechts haben wir so eine Leiste, Gefahr für die große Bastion. Das habe ich gesehen, ja. Und die erhöht sich. Und gerade wird es auch noch, weil das Schlangentor zerstört ist, wächst das noch mehr. Mein Fehler. Sildrator und nicht Schlangentor heißt das bei Morati. Ah. Fast das Gleiche. So, jetzt sind wir hier ganz gut aufgestellt und holen als nächstes die Stadt der Affen von... Aber es hat auch ein Schlangensymbol, deswegen war die Verwirrung da. I see. Moment, sehe ich das gerade richtig, weil wenn man das Bewürm gerade schreibt, habe ich hier einen Übersetzer von Crusader Kings 3 im Chat, der schreibt, wir mussten da bei der Übersetzung auch etwas recherchieren, denn wer genau verwahrt denn die Schätze von mittelalterlichen Fürsten? Hast du an der Übersetzung des Spiels mitgearbeitet? Das fände ich ja mal cool. Und weil bei mir gefragt wird, hat sie auch einen Livestream? Ja, sie ist Shurioka und ihr seht uns im Squad-Stream. Wir streamen beide gleichzeitig. Maurice hat endlich eine Partnerschaft bei Twitch. Ja! Ja! Ich bin endlich bin ich auch Teil des privilegierten, noblen Adelskreises. Nicht mehr hier. Der Pöbel. Das habe ich nicht gesagt. Das ist der Einfluss von Maurice, dass ich diese Worte benutze. Ja, natürlich. Ich, weißt du, Leute, also so Leute wie ich, und wie auch zum Beispiel Mephisto in Faust oder sowas, die bringen nur raus, was in den Leuten eh schon schlimmert. Schlimmert oder schlimmert? beides. Ich habe tatsächlich, also Bwürm, der mir bei mir im Chat ist der Lead-Übersetzer für die deutsche Version von Crusader Kings. Oh mein Gott, wie cool. Hallo. Ja, dann Glückwunsch an dich, dass du tatsächlich uns beide in die Knie gezwungen hast mit dem Wort Erzzeugwart. Oh, wie cool. Voll gut. Darf ich eine ganz freche Frage zu deiner Arbeit stellen und bist du mir nicht böse, wenn ich diese Frage stelle? Gott, ich will den jetzt nicht in seiner Freizeit, wo er einen Strategiestream quasi guckt, dann mit seiner Arbeit nerven. Aber gleichzeitig brennt es mir auf der Zunge, denn ich kenne mittlerweile alle Dialoge von Crusader Kings 3 wahrscheinlich auswendig, weil ich dieses Spiel so sehr liebe. Und ich habe eine Übersetzungsfrage, und bei der ich nicht weiß, ob das, weil ich es halt auf Deutsch spiele, ob das eine Übersetzung sagt. Ich habe gerade deinen Chat aus Versehen weggemacht. Er arbeitet eh nebenbei, schreibt er. Okay. Also hau raus. Ich habe eine Frage, und zwar bei den Dialogen, wenn du zur Jagd gehst im Deutschsprachigen, fehlt manchmal in den Dialogen der Text, für welches Tier, von welchem Tier du angegriffen wurdest. Also da steht dann einfach nur, okay, da ist ein Monster so, und dann ist da, fehlt halt dieses Wort, und es ist einfach nur, die sind gefährlich, aber es ist auch nicht groß geschrieben, und es ist wie, als ob das einfach leer geblieben wäre. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das vielleicht ein Bug ist, weil ich Mods installiert habe, oder ob das absichtlich freigelassen wurde, oder ob das vielleicht ein Fehler ist, der sich eingeschlichen hat. Es tut mir so leid. Das habe ich auch häufiger mal. Ich habe auch keine Mods. Also ich fühle mich so schlecht gerade, dass ich da jetzt einfach so einen Livestream-Bug-Report draus mache. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Ich gebe mal dem guten Mann hier noch VIP bei mir, dann kann er auch im Slow-Modus antworten. Moment. Jetzt kriegt er nur VIP, damit er hier arbeiten muss. Oh Gott, das sind schlechte Menschen. Also immerhin, ne? Also Belohnung. Weißt du, du bist quasi gemein und belästigst ihn in seiner Freizeit. Und ich mache den Ausgleich dafür, dass der arme Mann hier zumindest noch was bekommt für seine Mühen. So. Oh. Oh nein, es tut mir so leid. So. Die Belohnung für gute Arbeit ist halt immer mehr Arbeit, sagt Mandrak. Ja, das stimmt natürlich. So, jetzt sind wir hier besser aufgebaut. Können wir hier mal ein bisschen Geld spenden. So,
Ich habe eine Meldung zu meiner Karawane Yuyin bekommen. Die Karawane wurde beschattet, verfolgt. Nachdem die Verteidigungsstelle eingenommen und die Waffen gezogen wurden, traten die potenziellen Feinde hervor und stellten sich als Freunde heraus. Eine Patrouille, die sich weit von den heimatlichen Grenzen entfernt hatte. Jetzt kann ich Armbrustschützen oder Hellebarden dazu packen. Aber ich weiß halt noch nicht, was... Ah, da kann ich mir das anzeigen lassen. Oh, ich habe hier auch was. Dankeschön, Lenny, für die 2 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Und hallo, Luna. Jetzt habe ich so ein schlechtes Gewissen. Bei mir ist gefundene Ware. Die Karawanen ins Rivalen wurden entdeckt, von der Straße gezerrt und geplündert. Es gibt keine Hinweise auf die gefundene Besatzung. In den Trümmern liegt noch Ware. Alle sind der Meinung, dass ihr sie mitnehmen sollt. Wow. Kann sie mitnehmen, dann kann die Karawane sich auch in gegnerischem Gebiet verstärken. Oder ich kann die Fracht erhöhen. Ich glaube, ich nehme die Verstärkung lieber mit. Wobei, das geht nur für 2 Runden und sie ist noch nicht beschädigt. Dann nehmen wir lieber die Gewürzfässer mit und scheffeln extra Geld. Wir haben gerade eine Antwort bekommen. Wenn das nochmal unterkommt, dann sollen wir auf jeden Fall einen Screenshot schicken. Vielleicht lässt sich das fixen. Vielen lieben Dank. Dann werde ich das auf jeden Fall nächstes Mal screenshotten. Ich hatte es gesehen. Ich hatte nebenbei darauf geachtet. Vielen, vielen lieben Dank. Dann werde ich das auf jeden Fall screenshotten. Und dann haben wir Crusader Kings verbessert. Also eigentlich Würm, aber auch wir. Würm hat das verbessert und wir haben ihn dazu gezwungen zu arbeiten während seiner Halbfreizeit. Nee, das ist genau so, wie ich quasi dein Cosplay gemacht habe. Sehr schön, sehr schön. So, ich habe ja jetzt diese Meldung da oben mit dem Schlangentor. Warte mal, da wo war das denn? Wo hatte ich das denn gerade gesehen? Gefahr für die große Bastion. Schlangentor zerstört 4%. Und ich würde da jetzt einfach hingehen und mal gucken, ob ich das in den Griff bekomme, was da oben passiert. Oder noch irgendwo eine Kurgan-Kriegerschar unterwegs. Die ist wahrscheinlich jenseits der Mauer, die dann bald kommt. Ich bin auch gerade dabei, mich hochzuarbeiten, so stadteroberungstechnisch. Mal schauen, ob ich dann auch vielleicht bald zu dir stoßen kann, wenn da eine Invasion kommt. Ich bin ein bisschen verwirrt mit der Harmonieanzeige. Bist du da durch? Also blickst du da durch? Ich glaube schon. Also ich hoffe es. Du kannst ja mal versuchen, mir eine Frage zu stellen und vielleicht kann ich sie beantworten. Also es steht jetzt bei mir derzeitiges Gleichgewicht Yin 2. Das bedeutet, ich habe noch immer 2 Yin zu viel zu Yang und muss 2 Yang hinzufügen, damit das Yin auf 0 ist. Genau. Aber... Aber meine Charaktere, die ich gebaut... Ich habe doch mehr als nur 3 Charaktere mit Yin und Yang, oder? Soldaten zählen auf der Weltkarte wohl nicht, sondern nur in der Schlacht. Ach, Soldaten zählen nur... Also da zählen dann nur ein... Also so Helden und Kommandanten. Genau, also es zählen... Das ergibt jetzt Sinn. Zählen Helden, Gebäude, Ereignisse und Technologien, die du erforschst. Und wie kann ich mir den Spaß von der Schlacht... anzeigen das lassen, dass meine Armee... Das weiß ich auch noch nicht. Das wüsste ich auch gerne. Also du siehst halt bei den einzelnen Einheiten, siehst du ja, was sie bringen. Aber ich weiß nicht, ob eine Armee eine Gesamtleiste hat. Das wäre halt schon praktisch. Aber das habe ich auch noch nicht gesehen. Björn, ja. Ich überlege gerade, weil ich glaube, keiner meiner Mods ist hier. Aber ich kann dich, warte mal, ich kann dich anflüstern, dann kannst du es mir wispern. Der rechte Balken, lieber Chat, ist bei der Armee die Magiereserve. Das hat nichts mit Yin und Yang zu tun. Und dann müsstest du es mir schicken können. Ah, in der Schlacht ist das anders. In der Schlacht haben die kein Gesamtgleichgewicht, sondern Dankeschön, vielen lieben sie Dank. Werden stärker,
wenn Truppen unterschiedlicher Ausrichtungen nebeneinander sind. Also eine Yang-Einheit wird besser in der Nähe von Yin-Einheiten und umgekehrt. Das ist ja lustig. Also Cathay gefällt mir jetzt schon irgendwie gut. Das ist sehr, sehr cool gemacht, ja. Der hat das wirklich sehr, sehr cool gemacht. Okay. Und dann möchte ich fertig sein. Ui, da kommen Tiermenschen. Oh je, es gehen Gerüchte über einen schnelleren Weg durch die Berge um, auf die, was, ich müde mich, Entschuldigung, auf denen die Ware... Kannst du gerne auch, denn die Tiermenschenbedrohung geht uns alle an, Pia. Nee, das ist eine Karawanen-Message. Da steht, es gehen Gerüchte über einen schnelleren Weg durch die Berge um, auf dem die Ware früher auf den Markt gelangen könnten, doch die Reiseführer verlangen einen Teil eures Gewinns, wenn sie euch den Weg zeigen sollen. Die wollen 500 von mir. Wow. Nee, ich trau denen nicht. Aber wir haben Tiermenschen hier vor uns. Ja, beim Schlangentor kommt wohl gleich ein Angriff, ne? Ja, ich bin gerade auf dem Weg dorthin und deswegen bin ich so ein bisschen in einer Herausforderung. Weil ich habe halt neben mir diesen Tiermenschen stehen, der gerade irgendwas tut. Und gleichzeitig kommt beim Schlangentor gleich ein Angriff. So. Kann ich dieses Schlangentor aufbauen? Ich glaube, das ist wie eine Siedlung, ne? Ja. Würde das Sinn machen, dass ich das noch mache? Das weiß ich auch nicht, weil ich es noch nie gemacht habe. Also ich weiß nicht, wie viel dich das an Truppen kostet. Manchmal kostet Besiedlung ja recht viel Truppen und das ist ja eine Spezialsiedlung. Deswegen weiß ich nicht, wie die quasi gewertet wird. Ich kann die auch nicht... Ich komme daran, glaube ich. Oh Gott, ich habe nicht genug Geld, um das zu besiedeln. Und da hinten kommen... Oh Gott, da kommen Norska. Oh Gott. Oh Gott, da kommen Norska. Oh mein Gott. Ich habe mich vielleicht schon gerippt, ey. Holy moly. Uiuiui. Ja, ich hab nicht gewusst, dass ich das da oben so schnell besiedeln werde müssen. Und jetzt fehlen mir die 3000, die ich bei dir unten reingebuttert habe. Nein, ich hatte doch gewarnt. Also nicht gewarnt, aber ich hatte gesagt, ey, teuer, ich bin geizig. Ja. Eine Selbstlosigkeit, keine gute Tat bleibt ungestraft. Ja, aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin, das machen wir. Also ich gehe jetzt auch auf defensive Vorräte und krieg hier aktiv. Ja, genau, das ist auch eine gute Richtung, die wir hier gerade ausgewählt haben. Ich schaff das schon, ich bin mächtig, ich bin ein Drache. Ich bin voller Tatendrang und Drangtaten. Sehr gut. So, worauf skillen wir denn hier? Oh, das finde ich aber ganz cool, die da oben. Kannst du dich eigentlich auch in einen Drachen verwandeln? Wie der liebe Maurice vorhin schon beschrieben hat, verwandle ich mich nicht in einen Drachen, ich verwandle mich in einen Menschen. Wir sind Drachen, die jetzt gerade in Menschengestalt umherlaufen, aber eigentlich sind wir Drachen. Halt, ihr schwachen Sterblichen könnt halt unsere wahre Form nicht ertragen. Nicht aushalten. Genau. Und deswegen... Das ist schon ein wichtiger Unterschied, weil das im Chat gerade steht. Das ist schon, da schon ein wichtiger Unterschied. 100%. Wir spielen auf, was haben wir jetzt ausgewählt? Schwer und sehr schwer war es, glaube ich. Ne? Genau. Schwer für die Kampagne, sehr schwer für die Kämpfe. Genau.
Dude. Ha! Hinterhalt! Hinterhalt hat funktioniert. Jawoll! Siehst du? Ich hab doch gesagt, ich hab das voll im Griff. Ich hab nie an dir gezweifelt. Ich schon. Also, ich an mir. Aber das zeigt ja nur, dass quasi, also deine noble Bescheidenheit wird belohnt, quasi. Sehr gut. Das ist, ja, ich bin ja auch, ich habe ja auch diese Pflicht, hier das zu beschützen. Das ist ja auch die Aufgabe, die unser Vater mir hier gegeben hat. Und ich will den natürlich nicht enttäuschen. Ja. Und passend dazu habe ich das Schlangentor eingenommen. Und baue jetzt ein Pförtnerhaus. Pförtnerhaus. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. So, und ich werde jetzt hier mal den Rebellenfürsten von... Okay, die haben ja leider eine ganz gute Truppe mit drin. Aber vielleicht kriege ich sie auch in einem Hinterhalt. Kann sie schon angreifen? Ich guck einfach mal, wie stark ich verglichen mit ihnen bin, ob ich die kriege. Mannhafte Niederlage. Ja, dann müssen wir das kämpfen. Das können wir machen. Oder ich umzingle sie und guck, ob sie einen Ausfall machen. Und dann haben wir ja nochmal eine bessere Position. Damit kennst du dich ja auch aus. Das stimmt. Das hat euch ja gut was gebracht. Also machen wir das so. So, was haben wir denn hier? Erdenblut, Regeneration. Ah, da kann ich heilen, das ist auch cool. So, und das ist mein Karawanenmeister, der ist immer noch unterwegs. Hier wird schon gebaut. Was will der noch haben? Ich kann jetzt hier noch was auswählen. Einheitenerfahrung, Verlustverstärkungsrate, Gefahr der großen Dingsterbumster, Wachstum. Erstmal Verlustverstärkungsrate, weil wir halt echt ein bisschen am Arsch sind, gerade mit den Einheiten. Und ich da einfach ein bisschen drauf hoffe, dass wir uns da gleich ein bisschen erholen. Ich bin gerade auch am Überlegen, ob ich einfach zwei Einheiten schnell zusammenziehen soll, weil ich nicht einschätzen kann. Aber die werden nicht direkt hier Warum sein. Warum macht ihr keinen Squad-Stream? Wir haben einen Squad-Stream. Vielleicht nochmal F5 drücken, wenn ihr den nicht seht. Aber es gibt einen Squad-Stream. Aha, hinter mir war also der Beastman. Der hat sich hinter mich in den Hinterhalt gestellt und hat versucht quasi darauf zu spekulieren, dass ich zurücklaufe. Und ich bin nicht drauf reingefallen. Sehr gut. Du hast ihn vernichtet. So, derweil trauen sich die Rebellen nicht hinaus. Das heißt, ich hungere die einfach noch ein bisschen aus hier. Und baue mich derweil weiter auf. Das ist doch auch eine gute Strategie. Bestelle ich mir heute Mini-Pfannkuchen? Das klingt nach einer Frage, die man eigentlich häufiger mit einfach prinzipiell mit Ja beantworten kann. So, und bei dir ist, genau, bei dir müssen wir noch gucken, wir wissen es ja inzwischen auch, da rechts ist eben noch Zinch, aber du hast dich ja ganz gut, hast ja ganz gut Erfahrung, wie man mit dem umzugehen hat inzwischen. In erster Linie habe ich auch gerade nur eine andere Herausforderung, weil, also, Gefahr der großen Bastion ist auf 94%, das heißt, nächste Runde greifen mich die an. Und jetzt überlege ich gerade, was ich noch für ein Gebäude da reinsetzen kann, weil das wird in einer Runde fertig, was mich da noch ein bisschen unterstützen könnte. Haben wir schon den Kompass auf die Bastion gerichtet. Genau. Das heißt, der wird dadurch verstärkt. Ich würde überlegen, haben wir eigentlich den gleichen Kompass? Also, ach, das wusste ich ja nicht. Also, jeder richtet den auf. Dankeschön, Kopf, gilt dann für alle Kartei-Fraktionen. Dankeschön. Ach! Weil meiner ist auch auf Bastion und jetzt steht, 6 Runden kann ihn keine kathayanische Fraktion seine Richtung ändern. Das heißt, das ist ja auch witzig. Ey, das sind voll die coolen Mechaniken. Ja, das ist echt mega nice gemacht. Das ist wirklich mega nice gemacht. Gut, dann möchte ich, glaube ich, ein Holz... Ah.
Ah, ich habe gerade jemand. By the way, danke für den Tipp von euch mit dem Game Pass. War gestern immer überlegen, mir das Spiel zu kaufen. Allerdings sind all meine Lieblingsfraktionen noch nicht drin, weshalb ich zögerte. Jetzt wird's aber trotzdem angezockt. Dann wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Genieß es. Es ist großartig. Ist ein tolles Spiel. So, ich bleib hier einfach drin stehen. Ich krieg auch keine Einheit rekrutiert. Ich bin ein armer Schlucker. Aber ich bin bereit, mich jetzt gleich der Revolte zu stellen. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, aber muss ich mich ihn aber nicht um die ganze Wand kümmern, oder? Muss ich mich um die ganze Wand kümmern? Also streng genommen eigentlich ja ganz Kathai, aber ich starte ja weg von der Wand. Ich versuche jetzt, ich bin schon dabei, mich ja hochzukämpfen, dass wir eine gemeinsame Grenze haben. Aber du siehst ja, wo ich bin. Die Wand fängt ja quasi bei dir an und geht dann nach oben, während ich ja unter dir bin. Ja, super. Ja, klar mache ich das gerne. Kein Ding. Ich trage gerne die Verantwortung. Kannst du dann diese Beastmen vielleicht zumindest wegpacken, die da auf meinen Wiesen grasen? Wo sind die denn? Moment. Die verstecken Laura sich irgendwo entdeckt. Auf meinem Grundstück. Ach, da links unten, ne? Ja, da bin ich ja gerade sogar auf dem Weg. Also sobald hier die Ja gut, das Drachentor hat meine Verbündete, da habe ich keinen, also beim Drachentor und beim Schildkrötentor kann ich nichts machen gerade, weil das haben die Verbündeten von mir. Das heißt, das Schlangentor ist das Einzige, um das ich mich gerade kümmern kann. Wenn das ausrinnt, dann war das nicht mein Fehler. Nee, sehe ich auch, ist nicht dein Problem. Also mein Problem ist es schon. Aber stimmt, nicht dein. Das ist ein wichtiger Unterschied, ne? Nicht dein Fehler. Genau das. Aber sieht schon mal ein bisschen besser aus jetzt mit der Armee. Das sieht ganz fit aus. Da kommen gerade schon Gegner. Okay, das ist aber nur ein einzelner Dude. Was ist das hier? Der hat 6 Units. Der hat 8. Der hat 10. Chaos-Hunde und Chaos-Barrenreiter. Das werden wir wohl hinkriegen, oder? Habe ich hier eine Garnison auch? Jawohl. Ja, das kriegen wir. Ich bin der Drache hier oben. Ich schaffe das schon. Was wäre ich für ein Drache, wenn ich Angst hätte? Ja, eben. Mein Chat hat mich als Eumeldrache betitelt und ich fühle mich plötzlich nicht mehr so mächtig. Ja, aber es ist ein gutes Wort, finde ich, Eumeldrache. Also es ist einfach ein klangvolles Wort. So, was möchte die Dame da unten von mir? Ein Handelsabkommen. Das klingt gut, da kriege ich Geld. Das klingt sehr, sehr gut. So, aber die kommen jetzt irgendwie auch nicht. Ach so, warte mal. Wir sind ja noch nicht mal wieder dran. Noch. Urmel, Eumel. Der ist von Secret Labs, der Stuhl. Vernichtet, das ist natürlich bedenklich. Ah, Blödsinn, gar nicht wahr. Von Noble Chair habe ich gerade Secret Labs gesagt. Ich hatte die Gewohnheit, Secret Labs zu sagen, weil ich davor einen Secret Labs Stuhl hatte. Der ist von Noble Chair. Hier, meine Karawane wird angegriffen. Im Hinterhalt. Und ich kann nicht sehen, ob ich das gewinne oder nicht im automatischen. Ja, dann kämpfen wir das. Wir müssen es kämpfen. Ach du Schande. Das wird jetzt spannend. Keine Ahnung, ob wir da überhaupt eine Chance haben, weil er mir nicht anzeigt, wie stark der Feind ist. Der sieht halt ein bisschen aus, als hätte er nicht so schöne Zähne. Das stimmt. Ach komm, Yao Dongfang wird das schaffen. Der ist ein Held. Klar. Der sieht auch aus, als wäre er vorbereitet. Ja. Boah, ich freue mich auf die Einheiten. True, Orland, true. So, jetzt geht's halt direkt. Oh,
Oh, der hält sogar eine Rede. Voll gut. Es gibt noch kein finales Datum, wann das Update kommt mit Mortal Empires, aber die Schätzungen gehen von in 4 bis 12 Wochen, was ich gehört habe bis jetzt. Ja, genau. So, ich gebe jetzt einfach mal die hintere Hälfte der Armee. Jawohl, gib mir einfach die hintere Hälfte. Und gut, es scheint auch nicht so viele Feinde zu sein. Da oben kommt Greuel. So, wir müssen mal ein bisschen hier. Mal gucken. Die hier unterstützen dich in der Flanke. Die hier bilden da eine Linie. Kommt von rechts nichts oder sehen wir es nur noch nicht? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, zumindest eine Handvoll Speerträger, also der Held kommt da, auf den werde ich mich jetzt aber auch stürzen. Meinen tapferen Bauern-Speerträgern. Und ansonsten nicht mal noch einen Trupp Speerträger vielleicht sicherheitshalber hier so die Flanke schützen Oh, lassen. Mein Chat hat gerade gesagt, du kannst in der Cutscene die Kamera bewegen und dich umschauen. Genau, das habe ich auch gerade gemacht, das ist voll cool. Ach, krass, dann hätte ich das auch machen können. Und so früh schon, naja, vom ersten auf den zweiten Teil war es ein Monat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe das auch anders in Erinnerung gehabt, aber es war echt kurz. Wow, mein Chef findet das Game geil, wird gekauft. Und er sagte, wenn du die nächste schwierige Schlacht gewinnst, bekommen wir ab 15 Uhr frei, schreibt mir gerade jemand. Also, das ist leider keine schwierige Schlacht, aber die nächste gewinnen wir dann und dann kriegt ihr alle frei. Was ist das für ein lustiger Chef? Stimmt, da warst du, da war ich noch im Solo-Just-Chatting. Es gibt einer aus meinem Chat, der gute Wulfrig, guckt das gerade, weil sein Chef A, GameStar-Fan ist und B, wissen will, ob er sich das Spiel holen soll. und deswegen sind wir wohl auch gerade in irgendeiner Firma dieses Landes im Bildschirm auf dem großen Meetingraum, wie es mir erklärt wurde. Und das heißt, wenn wir die nächste Schlacht gewinnen, also die gewinnen wir jetzt easy natürlich. So, die sollten vielleicht auch mal irgendwie hier. Oh, da kommt tatsächlich was aus dem Wald. Ah, von allen Seiten. Oh, sie kommen von allen Seiten. Okay. Diese Ogerhalunken. Jawohl. Ich fall ihnen in den Rücken. Dann habe ich das ein bisschen. Ich auch. Misskalkuliert. Aber. Das ja, macht das ist ja nichts. Eine schwierige Schlacht und ich erwarte, dass das Wulfrig frei bekommt, wenn wir das gewinnen. Dann ist das tatsächlich ein bisschen eine unangenehmere Schlacht, ja. So, aber ich gehe hier hin. So, komm, in den Innenrücken! Und mein Held bitte auf ihren Held. Oh. Mir brechen die Einheiten weg. Wie weit wollt ihr denn noch wegrennen? Ich habe doch überall den Plänkelmodus ausgeschalten, oder? Oder hatte ich den eingeschalten? Aber die sammeln sich gleich wieder. Naja. Der Held rennt schon weg. Deiner? Ja. Okay, ist wohl. Ich habe wohl diesen Karawanenführer etwas überschätzt. Aber jetzt falle ich ihm hier, glaube ich, ganz gut von hinten in die Flanke. Kommt Leute, das wird ein super Flankenangriff. Rein! Ich hab rein gesagt! Nicht auf diese zwei Goblins da! Also wir fangen uns hier gerade. Sehr gut, sehr gut. Wir fangen uns gerade, du kriegst von uns gleich den ultimativen Support, den du brauchst. Mein Held hat sich auch wieder gefangen, aber ich glaube, der ist nicht dafür gedacht, wirklich in die Schlacht geworfen zu werden, so ein Karawanenführer. Ja, wir sind das halt auch besser gewohnt, ne, als dunkle Elfen, dass die einfach nicht fliehen,
Sondern weil die einfach mehr Angst vor ihren Peitschenmeistern haben als vor den Feinden. So. Aber die Reichweite ist sehr krass von den Bogenschützen. Voll gut. Ja, es ist echt cool. Also, die haben echt viel Reichweite. Und jetzt haben wir uns auch aufgestellt und schießen und nerven. Ja. Jetzt haben wir auch hier, meine Truppen haben jetzt auch endlich ihren Flankenangriff gut ausgeführt. Ui, Achtung, da kommt der große Ogre auf deinen Helden zu. Wir schießen auf den großen Ogre, aber ich markiere den mal mit bei. Oh, jawohl. Oh mein Gott, ey. Einfach Spaß. Jetzt erlebt wohl Shuyoka, wie es ist, die Ogre als Feinde in der Schlacht zu haben. Ich habe das Gefühl, das ist einfach so ein großer Miethaufen, der einfach nicht bremst beim Laufen. Außer mein alter Kommandant, der war einfach eine kleine Oma, der war sehr langsam. Alter, wie der rennt. Ja! Der dachte, der reißt auch seinen Mund so richtig schockiert auf, ne? Ist ja schlimm. Rennende Fleischberge, here we go again. Ja, das stimmt. Gut, er ist leider aus der Reichweite der Bogenschützen entkommen. Er wird also überleben die Schlacht, wir haben gesiegt. Glorreich. Der kann nicht bremsen, wenn die Masse einmal im Schwung ist, wird bei mir geschrieben. Ja, so sieht's aus. Das ist, ja. Gut, also, kriegt jetzt Wulfric schon frei? Mein Chef fand die Schlacht etwas zu leicht für euch. Oh, dann brauchen wir noch eine Schlacht. Ich kann es aber verstehen, Das stimmt, die war auch easy. Aber ich glaube, bei Pia wird jetzt bald eine schwerere anstehen, wenn wir so die Kunde was man so von der großen Mauer hört, ne, klingt schon danach als, Ja, das Schlangentor wird gerade belagert. Oh, die Karawane, geführt von Yu Ying, hat ihre ersten Waren im Schloss direkt noch verkauft. Eine Ladung von 1000 Gold wurde für 5100 verkauft. Wow. Diese Karawane wird nun die Rückreise in ihre Hauptstadt antreten. Krass. Ich habe jetzt 6725 Gold. Oh ja, mein Gott. Oh, ich bin reich. Da kann ich ja fast noch einen Außenposten bauen. Mein Typ noch, weißt du, mein Typ findet Oger und deiner findet Geld. Ich habe offensichtlich den falschen Karawanentyp angeheuert. Ach, Blödsinn. So, das können wir automatisch machen. Das ist ein entscheidender Sieg. Und kriegen einfach noch ein bisschen mehr Geld. Ich bin sehr greedy gerade. So, ich habe die ersten zwei Belagerer beim Schlangentor hier weggemacht. Aber da hinten ist, glaube ich, also ich glaube, das ist noch gar nicht die eigentliche Belagerung. Ich glaube, das waren nur so random Norska-Barbaren, die halt auch hier sind. Ich glaube, da kommt gleich noch was anderes auf uns zu. Ich bin halt so richtig schäbig. Ich habe den Typen jetzt hier einfach ausgehungert in seiner Provinz, bis ich einen entscheidenden Sieg hatte. Wow. Und also richtig, richtig ehrlos. Ja, aber ist es schäbig, wenn es taktisch klug ist? Das ist ja eine Debatte, die wir gestern auch ein paar Mal hatten. Ja, aber gestern war es was anderes, weil gestern ging es halt um Dämonen gegen Menschen. Und das wiegt halt, finde ich, von den Leben der einzelnen Einheiten nicht auf. Aber jetzt, wenn du als Menschenfraktion jemanden aushungerst, dann ist das ja grausam denen, die ausgehungert werden, gegenüber, aber fair deinem eigenen Volk, weil du ihr Blut nicht vergießt. Und damit bist du doch auch irgendwie Maurice der Gütige. Das ist eine interessante Interpretation hier. Eine sehr interessante, aber keine schlechte. Ne? Also... So, jetzt ist die Frage, baue ich zuerst auf Kavallerie oder auf Artillerie? Ich glaube, mein Typ ist mehr der Kavallerie-Mensch. Wenn ich das richtig sehe. Ich habe einen Zauber, wo ich die Geschosse, die auf mich geschossen werden, zurücklenken kann. Geschossspiegelung. Das ist der coolste Zauber im ganzen Spiel, weil der so lustig aussieht. Ich bin so gespannt. Aber übrigens, Wulfric schreibt, wir bekommen aber am Montag zum Mittag Pizza für euren glorreichen Sieg vom Chef ausgegeben. Nice. Also mal danke an dich und Pia für die Pizza.
ey, was für einen coolen Chef du hast. Richte mal schöne Grüße aus. Auf jeden. Und wir versuchen euch auch noch heute Feierabend zu erspielen. Genau. So, ich baue jetzt meine zweite Armee. Zweite Armee schon, nicht schlecht. Ja, ich habe 7000. und ich dachte, ich investiere das am besten in noch eine Armee, damit ich mich so schnell wie möglich in beide Richtungen ausbreiten kann. Denn ich habe hier vor meiner Haustür Xu Xiang und mit der bin ich im Krieg und ich hätte gern ihr Gebiet. Ja, finde ich gut. Das sind so Rebellenfürsten. Und dann schaue ich mal, wie meine Gesinnung zu meinen Nachbarn hier so aussieht. Wir haben schon alles, oder? Diplomatisch, was geht. Wir haben kein Handelsabkommen, Maurice. Nee, weil wir jetzt erst, glaube ich, sind wir überhaupt schon benachbart? Jawohl, also keine Ahnung, aber ich kann das Handelsabkommen gerade. Ja, dann handeln wir natürlich, jawohl. Geld, Geld, Geld. Ja, Geld. Keine Ahnung, ob es bekannt ist, die Norske-Angreifer können nie komplett vernichtet werden. Ja, damit habe ich schon gerechnet. Aber da oben kann ich doch bestimmt für Gefahr für die große Bastion. Ach, ich muss einfach Gebäude bauen, die das reduzieren, oder wie? Ich dachte, das kommt so wellenmäßig, dass ich dann den Angriff habe und dann geht es zum Beispiel wieder auf Null runter und geht wieder hoch. Aber das wäre ja nicht Warhammer. Also wie es aussieht, ist es eher so, dass es jetzt auf 100 ist. Ist wie, wahrscheinlich wie Corruption. Und ich muss es dann langsam runterbauen? Anscheinend, ja. Das. Storm Dragon. The Majestic Defender. Ah, es sind Wellen. Okay, dann waren das einfach immer noch keine Wellen. Ready to defend. Ah, ich kann da die Gefahr für die Bastion. Ja, ja, aber das hilft mir nichts, die minus 1. Wir haben plus 6 gerade und sind auf 100%. Die minus 1 gehen bei mir ins Nichts hinaus. Aber das, was mich gerade angegriffen hat, ist nicht die Welle gewesen der großen Bastion. Das hier ist die Welle. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ohne Redmenschenfluch mein Angreifer sein wird. Und dass das andere nur random Norska-Barbaren sind, die halt da spawnen und mich angreifen. Normalerweise von der Flagge her sind das immer diese Aufständischen, die die Kampagnenproblematiken sind. Oh, es kommen noch andere. Okay. Oh, mein Chat sagt mir gerade, dass wir doch ziemlich am Arsch sein werden. Schön, wie dein Chat dich ermuntert und aufbaut. Ja, man kann nicht alles haben, ne? Das ist halt. Das stimmt. Ui, ich kann die Garnison von bei dir aber ausbauen. Aber ich glaube, ich brauche bei dir noch keine stärkere Garnison, nee, ne? Das ist. Bevor ich da jetzt wieder 4000 reinlege. Ja. Mit euch will ich eigentlich keinen Nicht-Angriffspakt. Ihr seid so Schwächlinge auf der anderen Seite der Welt. Es ist gerade ein Wettkampf entbrannt, Maurice. In meinem Chat hat jemand geschrieben, wenn ihr die nächste schwere Schlacht gewinnt, kriegen meine Kollegen Warhammer 2 und die DLCs dazu. Oh! Nicht schlecht. Ey, was wir hier den Leuten alles, ne, spendieren durch diesen Stream, finde ich sehr gut. Ich habe Zwietracht. Ich habe zu viel Ying jetzt in meinem Ding. Ah, nee, zu viel Yang. Ach Gott. Even I have limits. The Emperor's chosen daughter. Kommt zur Schlacht. Natürlich. Wir halten. Wir halten immer noch. Also ich mache damit schon ordentlich Geld gerade, aber meine Armee sagt mir gerade auch schon langsam vom Gefühl her,
Hallo, es wird unangenehmer. So, bei mir kommen jetzt die Skaven hier nochmal her. Oder wir rotten halt schnell den aus. Die Garnison ist halt erst nächst. Nee, steht noch nicht, weil in der Stadt der Affen. Aber der muss sich jetzt gerade erst wieder aufbauen. Den ich halt eigentlich gerne schnell platt machen, die. Weil der hat da auch noch eine Stadt, dann ist es egal. Dann tun wir erstmal. So. Die Bedrohung. Wenn ihr die nächste Schlacht gewinnt, dann trinke ich Wasser und atme Luft. Das ist gut. Das ist wichtig, das ist gut. Ich arbeite daran. Hier, dann muss er jetzt entweder zu uns kommen oder seine Stadt riskieren. Hallo. Guck mal, ich bin ein Drache. Oh, du kannst nicht gucken, du tragst Dinge. A tool fit for the dragon's daughter. Ich würde ganz schnell auf die Toilette verschwinden. Ich bin gleich wieder da. Es wird gefragt, ob ich Pia einen Außenposten ins Schlangentor setzen kann. Das ist eine gute Frage. Das sollte ich mal checken, ob die Tore das können. Das prüfe ich gleich mal. Wow! Die Oger wollen eine von meinen Einheiten essen. Also das mache ich ja aus Prinzip nicht. Das ist ja widerlich. Eher sollen sie verhungern, als dass sie unsere Kameraden fressen. Ja, kämpft! Und witzigerweise, wenn ich es automatisch resolve, verliere ich auch einen Trupp. Aber es ist ein knapper Sieg, das kämpfen wir. Also das ist mir jetzt, das ist jetzt eine Frage des Prinzips. Müssen wir jetzt auf Pia warten, aber das kämpfen wir. Dabei esse ich hier ein Stück Pizza. Also das geht ja wirklich nicht. Was ist das für eine Pizza, wird gefragt. Das ist die Gustavo Gusto Veggie Pizza mit Ricotta und Spinat. Die probiere ich heute mal zum ersten Mal. Ist okay, aber nicht die beste Pizza aller Zeiten. Etwas viel Grünzeug, aber wusste ich ja. Ne? Aber man probiert dann ab und an mal was Neues. Probierst du auch die Fischstäbchenpizza? Ey, wenn ich die halt kriege, die wird doch bestimmt sofort ausverkauft sein. Aber ich habe mir ja schon mal selber eine von Hand gemacht, sozusagen. Die werde ich mir auf jeden Fall holen. Also wenn ich kann. Ich bin wieder da, tut mir leid. Wir haben eine Situation, Pia. Wir haben eine Situation, ich bin gespannt. Was ist die Situation? Erzähl es mir. Ein Ogerhäuptling, der wirklich literally Grütze heißt, wollte meine Karawane nur durchlassen, wenn er einen Trupp meiner Bogenschützen essen kann. Und ich könnte es jetzt auto-resolven auch gewinnen, würde aber auch dann genau den einen Trupp verlieren, den er sonst auch gegessen hätte. Und ich bin jetzt aus Prinzip dafür, dass wir das jetzt kämpfen müssen, damit er keinen Trupp essen kann. Was sagst du dazu? Also ich würde es echt einfach kämpfen. Ja. Also ich würde meine Leute auch nicht einfach zum Essen hinwerfen. Ich sehe, wir verstehen uns. Genau, vor allem nicht einem Mann namens Grütze, ja? Also. Ich muss auch sagen, wenn ich kämpfen würde in dieser Armee, in dieser Karawane,
Ich würde mich auch einfach wohler fühlen mit dem Gedankengang, dass ich dabei sterbe, wie ich halt für meinen Herrn kämpfe, damit wir durch können, als dass ich dabei sterbe, weil ich verfüttert werde, damit wir durchkommen. Ja, so. Eben, es ist ja also eine wichtige Frage der Moral, ne? Also, auf jeden Fall. So, wir können uns vielleicht da so auf diesen Hügel links positionieren. Lieber sterben im Kampf als beim Mampf. Das ist der Slogan. Absolut korrekt, genau. Ein Eintopf sein ist ein nobles Ziel. Leute, ich weiß nicht, aber können wir mal eine Sekunde anhalten und einfach appreciaten, wie unfassbar cool diese Karte aussieht mit diesen Lichtern und diesem Sumpf? Stimmt, die hat was von den untoten Sümpfen aus so ja, vor genau. Mordor. Richtig, richtig. Treiben wir da also tote Gesichter im Wasser? Einen besseren Nahkampfhelden angeheuert. Ah, das ist klug. Ein imperialen, das wurde mir als Event angeboten. Ich dachte, wenn die 500 Gold, dass ich mal einen Helden habe, der nicht sofort einknickt, wenn so ein Oger ihn schief anschaut, glaube ich, eine gute Investition. So. Dann würde ich dir mal einfach so die linke Flanke mit den Elitetruppen vielleicht geben. Jawohl. Wo war Mordor, als Isengard rief? Gott sei Dank nicht da. Kinder in CK3 verheiraten, kein Problem, aber wehe, irgendwer isst meine Bauern, wird bei mir im Chat gesagt. Ja, es gibt Grenzen, Leute. So, ja, gut, okay. Aber eine Heirat ist doch auch was Schönes. Was ja, ist der eben. Schlachtplan? Wir lassen sie zu uns kommen. Ach so. Weil wir sind ja Verteidiger. Aber durch die Bäume durchschießen ist nicht so gut. Ja, das stimmt. Vor allem gucken, was sie machen. Wenn sie halt eh nur von rechts kommen. Nee, der will da durch die Bäume. Vielleicht müssen wir dann Truppen in die Bäume schicken, um sie da abzufangen. Ich würde sie eher nach hinten ziehen. Damit wir dann quasi. Gehen wir halt vom Hügel runter. Nee, hier nach hinten rauf. Da. Ach so, ja. Ja, nee, das kann man machen. Also zumindest die erste Reihe bei mir da vorne sind. Ach so, das ist Hellebardeninfanterie. Die muss ich gar nicht so weit nach hinten ziehen. Das ist entspannt. Ja, die müssten das aushalten. Aber die Bogenschützen packe ich ein bisschen weiter nach hinten, weil die haben eh so viel Reichweite. Sie ist gerade. Holy shit. Dass man die auch ganz gezielt ein bisschen weiter hinten hinpacken kann, falls was durchbricht. Ah, okay, da kommt was. Rechts von dir, ne? Das siehst du? Ja. Jawohl, das siehst du. So, da können wir jetzt auch direkt mal diesen Nahkampfhelden mal erproben. Ui. Oh, der will da nochmal. Ich versuche den abzufangen. Ah, verdammt. Der ist da an mir vorbeigerannt. Ja, da habe ich zu langsam geschalten. Ich habe gedacht, dass der bei dir hinten reinrennt. Ich dachte nicht, dass der mich umrennt. Ich dachte auch tatsächlich. Und ich habe dann hier die Speerträger da so für Verteidigung meiner. Aber ich komme da gleich zu dir. Bei mir sind die Leute auch schon jetzt hier. Musst du nicht. Hellebarden sind schon da. Ja, sehr gut. Die stehen schon hier. So, die hier brechen wir auch. Ja, das war ja ultra entspannt. Gut, dieses komische Säbelzahnrudel eiert irgendwie so rum, aber kann sich auch nicht ganz entscheiden, wo es hin will, habe ich den Eindruck. Ich glaube, dieser imperiale Söldner war echt eine gute Investition. So. Ach, bei den Imperialen hast du dir welche geholt, aha. Ich habe so ein Event bekommen, dass so ein Söldner sich anschließen will und er hat nur 500 Gold gekostet und war halt ein imperialer Nahkampfheld. Und nachdem mein Karawanenführer so eine schlechte Figur gemacht hat vorher, habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich die 500 Gold wert, wenn die Karawane entscheidend Nahkampfhelden mit dabei hat. Das ist wohl wahr. Die Bogenschützen sollten vielleicht mal alle zurückziehen, die sind hier ein bisschen. Ich schicke dir da nochmal eine Hellebarden rein. Ja gut, haben wir. Ja, auch ohne Einheitenverlust hier. Gezwungen werden, ja. Grütze. Du denkst, du kannst dir meine Leute essen. Wir kommen. Wir kommen.
So. Diese Oger sind einfach das Letzte. Sie sind schon ein bisschen ekelhaft, ja. Ja. Gott, ich bin so, ich habe solche Glücksgefühle, dass dieses Spiel endlich draußen ist und es mir niemand wieder wegnehmen kann. Es ist nicht so dieses, du darfst es antesten und du hast es bis morgen Mitternacht und dann darfst du es nicht spielen, sondern es ist draußen und niemand, also ich glaube, rechtlich gesehen, darf Total War mir nicht verbieten, es zu spielen. War tatsächlich, als Fabiano und ich diese Presse-Preview bekommen haben für einen Tag, wir waren danach ein bisschen traurig, dass sie wieder weg war. Und vielleicht, ich räume das jetzt nicht offiziell ein, aber es bestand die Möglichkeit, die lief halt bis 18 Uhr, aber erst wenn du sie auf Steam auch beendest. Es bestand die Möglichkeit, das Spiel einfach durch die Nacht laufen zu lassen. Aber das würde kein professioneller Redakteur machen. Das würde niemand tun. Aber nein. Es war eine Option, die wir natürlich nicht genutzt haben, aber die existiert hat. Und ihr wusstet das durch Hörensagen von dem Freund eines Freundes. Genau. Ja, also, verstehe ich. Wir haben das von einer moralisch verwerflicheren Spielepublikation gehört, dass da das wohl jemand gemacht hat. Mhm. Und dann haben wir die Köpfe geschüttelt und gesagt, was wir von und der wir beenden es. Ja, genau. Ja. Nämlich nicht nur um 18 Uhr, sondern schon um 17 Uhr 58, damit man auch ja keine Sekunde zu spät drinnen ist. Ja. So hätte ich dich auch eingeschätzt. Ja, natürlich, das freut mich. Dankeschön, El Torogrond, für die 10 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich hatte am Anfang, als ich angefangen habe, Total War zu spielen, so massive Probleme damit, die Orientierung auf den Karten zu behalten. Ich fand das so herausfordernd, weil diese Karte bei Mortal Dingsterbumster so riesig ist, dass ich einfach keinen Überblick hatte. Jetzt haben wir hier mal eine heftige Schlacht. Das ist ein Pyrrhus-Sieg gegen eine Garnison der Skaven. Oh. Das Dankeschön, Chucky, für würde ich aber mal, vielleicht kriegen wir das besser Dank. Hin. Dankeschön. Also aus meiner Sicht heraus können wir alles kämpfen, worauf wir Bock haben. Ich glaube, zu zweit geht das eh voll entspannt. Wenn wir jetzt irgendwie zu viert wären, wäre das ein bisschen kritischer. Aber zu zweit ist das voll entspannt. Chef sagt, es war zwar keine schwierige Schlacht, aber die Schlacht wurde aus einem edlen Grund geschlagen. Daher bekommen wir jetzt um 15 Uhr frei und daher weht also der Wind und der Chef selbst geht dann gleich Warhammer 3 zocken. Das ist natürlich die Wahrheit hinter der Großzügigkeit. Von allen im Meeting haben ein herzliches Danke an Maurice und Pia. Ja, viel Spaß euch, viel Spaß vor allem an den Chef. Du wirst es nicht bereuen. Es ist großartig. Es wird dir viel Spaß machen, glaube ich. Und ich kann auch hier an der Stelle nur an alle, die das neu probieren wollen, egal ob sie Total War schon mal gespielt haben oder nicht, den Prolog wärmstens empfehlen. Der agiert als ein kleines Tutorial, das dich quasi wieder aufwärmt in dem Spiel. Aber vor allem ist es ein wunderschönes Intro, das mir total geholfen hat zu greifen, was die Basisgeschichte von Warhammer 3 ist und wo ich jetzt auch richtig mitfieber, weil dir Ursun, der Bärengott von Kislev, vorgestellt wird, um den es hier geht in dem dritten Teil. Ja, das Tutorial war echt cool. Also macht sowohl spielmechanisch gut ein und in meinem Chat waren sie vor allem begeistert von dem Voice-Acting von Yuri. Fand ich auch richtig cool. Ich hatte Pipi in den Augen. Das war echt, es war wirklich ein schöner Moment. So, jetzt haben wir hier. Du musst die Armee aufstellen, dann verteilen wir das. Auch, das habe ich auch, das muss man gucken. Ich habe es, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Das ist eine Skaven-Stadt. Richtig so ein ekelhaftes Tunnelnetzwerk. Die Karten sehen halt einfach so geil aus, ne? Ja. Dass die jetzt auch so 3D-dynamisch sind mit oben und drunter und oh, wie cool das auch aussieht hier mit dem Graben. Ja, mega geil. Und wir haben hier richtig fette Artillerie, sehe ich gerade. Ist das Grauwasser? Oh. Da rinnt einfach auf den einen Versorgungsposten Grauwasser. Also. Ah, stimmt. Abwasser. Ja.
Geil. Und hier übrigens sieht man jetzt, genau, so, wie machen wir es am besten? Ich kann dir einfach so die linke Hälfte der Linie geben. Klar. So. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal einfach, dass wir sie erstmal einfach aus der Ferne beharken mit diesen Bogenschützen und der Artillerie. Ja, lass mich und ganz erst in den Nahkampf gehen, wenn wir das weggeballert haben. Gucke, was ich da jetzt für Einheiten bekommen habe, weil die ein bisschen durcheinander sind. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal Schwertinfanterie, wir haben hier Geschossinfanterie, wir haben Speerinfanterie und noch mehr Geschossinfanterie. Dann switche ich das noch auf diese. Jawohl, okay. Und bin bereit. Jawohl. So, da hinten, oh, da sind die Skaven-Horden. Dann erstmal ein bisschen Artillerie rein. Aber ich merke auch, wir sind in unserer Positionierung der Armeen auch ganz anders, ne? Du positionierst die mehr so klobig und ich bin mehr so langgezogen bei der Positionierung. Ich fand das voll spannend. Das stimmt, ja. Okay, vorher habe ich mir im Chat eine Abstimmung gemacht, ob wir erstmal Kavallerie oder Artillerie bauen sollen. Wenn ich die jetzt hier sehe, diese Raketenartillerie, es hat nämlich Artillerie gewonnen, bin ich euch sehr dankbar, dass ihr so gestimmt habt. Wie cool ist die denn? Rennt, ihr Ratten! Alter, ist das cool! Wow! Oh, hinter uns! What? Skaven-Fraktion spawnen. Oh, die können ja diesen... Ja. Ah, ey, aber das, ich hatte gerade in der Sekunde, hatte ich überlegt, können die das wieder in dem Teil? Ja. Stimmt, aber ich meine, da kommen unsere fliegenden Ritter schnell rein, ey. Machen wir mal kurz einen Stellungswechsel. Mit den Speerdudes und den... Da rennen sie auch schon wieder. Wobei bei Skaven, die kommen auch schnell wieder zurück. Da müssen wir mal gucken. Ja, die sind Masse statt Klasse. Ja. Gut, es ist natürlich lustig, wie ich sofort wieder gelandet bin bei der Fraktion, die einfach mit der fetten Artillerie alles aus der Distanz wegballert. Die Bundeslade. Bundesladen-Flashbacks wird bei mir auch direkt, oh, und da ist ein Turm, der auf uns schießt, aber da, auch übersehen, aber da gehe ich auch mit meinen Rittern schnell rein. Kann ich das drehen? Komme ich so an den Turm ran? Ich glaube schon. So, die eine Armee steht jetzt hier für... So, komme ich mit euch? Ach, das sind die... Das bringt mir gar nichts. Ich brauche diese Einheiten. Oder diese Einheit, aber die kommt da nicht ran, glaube ich. Kommst du mit deinem... Jetzt kommen sie nochmal hier. Naja... Ich stelle jetzt meine eine Bogeneinheit dorthin, um den Turm wegzumachen. Jo, ich gehe mit den Fliegern hin. Wir müssten das ja auch. Da vorne kommt noch ein zweiter Turm. Geist. Guck mal, wie gut die dagegen sind. Oh ja, die machen den relativ gut weg. Wir kommen nicht an den Turm ran, ne? Wir müssen noch ein paar Meter vorgehen, damit wir den vorderen Turm erwischen. Oh Gott, da sind noch mehr von denen. Noch mehr. Aber die macht mein Held immer ganz recht schnell weg, tatsächlich. Oh, ich will doch mal wissen. Oh, der ist ja auch total cool im Kampf, merke ich gerade. Er hat so Feuer-Kung-Fu.
Und fliegt selbst am Boden. So, das ist der andere Turm, der weg muss. Das ist der andere Turm, der weg muss. Ist er neu gebaut? Warum ist der jetzt repariert? Ja, der baut neue. Reist. Ich hau schon drauf, aber ich glaube, wir werden eher angreifen müssen. Ja, wir sollten das. Die Artillerie ist auch leer geschossen. Ich wollte vor allem die ausnutzen. Turm ist weg. Dann geht's jetzt los. Und er baut ihn direkt neu. Dann ziehe ich jetzt rein. Ja. Aber er dürfte, glaube ich, auch keine mehr spawnen können. Keine Einheiten. Das ja, ist ja auch die begrenzt. Die haben wir weg. Ich habe auch den einen Turm noch zerstört. Wir haben ihn ziemlich gut runtergeballert. Das Stärkeverhältnis ist jetzt zu unseren Gunsten. Ich denke, der Zeitpunkt ist günstig. Der Zeitpunkt ist günstig. Zum Sieg. Zum Sieg. Lustig bei Cathay ist ja dann eigentlich, dass du ja eigentlich dann willst, dass deine Bogenschützen immer relativ nah hinter den Nahkämpfern bleiben. Genau, ja, dass die in Harmonie stehen. Weil die in Harmonie bleiben müssen, das ist auch lustig. Das ist so ein bisschen der Nerf vielleicht dabei, weil die so viel Reichweite haben. Mhm, das ist interessant, ja. Oder umgekehrt willst du halt immer einen Trupp zur Bewachung hinten stehen lassen, was ja auch strategisch legitim ist. Jawohl. So, ich mach den Turm mal weg hier, bevor der uns da gleich wieder in den Nacken schießt. Ich werde mal mit meinem Helden den Ansturm wagen. Die Skaven trauen sich nicht, gegen ihn zu kämpfen. Die waren ja schon immer ein bisschen feige. Ja. So, die schießen. Und die sind auch gleich wieder in Position, dass sie schießen. Jawohl. Los geht's. Ah, da haben wir wieder einen Turm, ne? Oh, drei ist das schon. Oh mein Gott, was ist das für ein Feuer gerade gewesen? Das war mein Drachenzauber. Oh, das sieht sehr cool aus. Haben wir noch Flugviecher, die sich um den Turm kümmern können? Auf dem Weg. Cool. Weil sonst hätte ich gedreht. Nee, ich kann das. Ey, der ist total cool, dieser Held. Oh, okay, da werden sie aber gut unter Beschuss genommen. Aber okay, wir haben ja noch ein, wir haben ja noch ein Flugviech, ne? Wir haben ja noch ein Flugviech. Lass uns doch mal noch ein Flugviech aufs Feld bringen. Oh yeah. So, jetzt guck mal, wie lange dieser Turm dagegen aushält. Oh mein Gott, du bist ja ein Drache. Surprise! Ja, der Turm. Dass du dich halt direkt schon in einen verwandeln kannst, ist ja cool. Ach, geht das bei dir gar nicht? Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht manuell gekämpft. Ich denke schon. So. So. Okay. Oh, okay, wir müssen jetzt nach rechts drehen. Stimmt, da kommen sie. Da kommen Dinge, die wir nicht wollen. Okay. Den drehen wir auch so hin. Möglichst viel abdeckt. Und let's go. Gott, ich liebe Bogenschützeneinheiten.
Dankeschön, Raya, für den Prime-Sub. Und dankeschön, Chucky. Vielen, vielen lieben Dank auf Bogen fokussiert, für die 5 verschenkten Subs und ganz viel Spaß weiterhin. Dankeschön. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Genau, ja, die hat ein bisschen mehr... Was war's? Yin, glaube ich, ist es, oder? Ja, genau. Und meiner ist auf Nahkämpfer. Oh, jetzt kommen sie auch von links. Wir haben das im Griff. Ich flankiere die jetzt. Jawohl. Kamera geht mir ständig in diesen Abgrund bei mir reinfallen. Oh. So, da haben wir sie in die Flucht geschlagen. So, die ersten hier brechen. Das ist das Schöne an Skaven, dass die halt viele sind, aber sie ultra schnell brechen. Und deswegen ist es irgendwie satisfying, gegen sie zu spielen. Das stimmt, das stimmt. So eine Ungezieferjagd. Ja, ja. Wobei, wenn du solche Ungeziefer bei dir zu Hause stehen hast, dann... würde ich mal über den mich mit dem Kammerjäger unterhalten. Dankeschön, Falldrill, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Woher sehe ich denn eigentlich, ob der Bonus auf meinen Truppen gegeben ist? Da ist so ein Symbol oben über ihnen und wenn das beide Dinger hat, dann haben sie den Bonus. Okay, dann haben meine ganzen Truppen alle keinen Bonus gerade. Ja. Gut, dass ich gerade gefragt habe. Wenn ich jetzt mit diesen Reitern reingehe, schaust du, wie der Bonus sich über ihnen jetzt aufbaut, wenn die Reiter kommen. Jawohl. Das macht die ja super gut, diese Flugreiter, weil sie eine fliegende Einheit sind, die den Bonus quasi dahin bringen kann, wo du ihn gerade brauchst. Ja, 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 für Micromanagement mega cool. Oder du dir einfach dann eine billige quasi, also eigentlich kannst du dir einfach eine sehr billige Nahkampfeinheit hinten in die Fernkämpfer reinstellen und damit deine ganzen Fernkämpfer in den Bonus wahrscheinlich bringen. Wahrscheinlich ist das der schlaue Weg, es zu machen, ja. Die Stimme ist der Typ von GameStar, jawohl. Das ist Maurice Weber, der auch auf Twitch streamt und mit mir gemeinsam die Total War Warhammer 3 Kampagne hier spielt und auch über einen längeren Zeitraum spielen wird. Wir haben auch einen Squad-Stream, also falls du Maurice Stream auch direkt suchst, auf jeden Fall unten auf Squad-Stream gehen, dann siehst du ihn direkt. Das gebe ich ungern nicht auch an meine Zuschauer. Ihr könnt auch der fantastischen Pia mit zuschauen, denn wir sind hier beide am Start. Ich finde das so krass, wie deine Stimme so bekannt ist durch die GameStar. Dass immer, wenn ich mit dir spiele, im Chat Leute sind so, oh mein Gott, ist das der Typ von der GameStar? Das ist ja auch meine Twitch-Beschreibung, der Typ von der GameStar. Okay, irgendwas hat gerade komische Geräusche gemacht, die nicht gut waren. Knistergeräusche. Das war, glaube ich, wieder ich mit meinem Drachenfeuer. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Okay, wir müssen allmählich mal sich leider zurückziehen. Du hast da Schwertkämpfer, die gerade nichts tun. Rechts. Oh, das wollen wir nicht. Oh Gott, wieso sind wir so weit vorne? Was machen wir da? Es sind auch immer noch ziemlich viele Skaven. Bring in Harmony. Sent by Dragons. Thoughts in Harmony. Hier ist jetzt ihr Held, ich gehe mit meinem drauf, mit den Schwertkämpfern. Wenn wir den gebrochen kriegen, dürfte es ihrer Moral Abbruch tun, würde ich mal behaupten. Die ist ja eh schon nicht gut. Jawohl. Also ich habe jetzt eine Einheit hier so hingepackt, rechts, damit sie das hält. Mhm. Und wenig in den Hintergrund geschossen werden. Aber wir haben auch wieder einen Turm, der auf uns schießt, leider. Ja, wir haben da ständig Türme. Das ist so ein bisschen, das ist fast schon Zeitverschwendung, die zu zerstören, weil die irgendwie sie immer wieder aufbauen. Also ich habe das Gefühl, der Pyrrhus-Sieg war nicht so eine schlechte Berechnung. Ja, ja. Oh, okay, das ist sehr viel, was da gerade auf deine Einheit
prügelt. Dann mache ich den Turm hier oben vielleicht doch nochmal weg. Gut, aber hier mal ein Feuersturm durch. Damit. So, der eine Turm ist weg. Aber meine Einheiten haben keine Munition mehr. Ja, meine auch nicht mehr. Also ich habe nur noch eine Einheit mit Munition. Damit gehe ich jetzt aber auch nicht mehr auf den Turm, weil das ist so viel Munition, das kriege ich nicht tot damit. Ja. Ich teile auch ziemlich am Arsch. Aber ich brauche ihn gegen ihren Helden. Oh, wo läuft ihr denn hin? Ihr läuft für meinen Geschmack viel zu weit nach da drüben. Lasst uns doch lieber den Versorgungspunkt hier einnehmen. Das löst das Problem nämlich auch. Jetzt mal tatsächlich zurückziehen. Jetzt macht doch endlich Sinn, so Fliegeinheiten und so zu bauen, die vielleicht gar nicht so stark in der Berechnung sind, ja, weil die Bewegung, die Mobilität etwas ist, was plötzlich so an Wert bekommt. Ja. Und weil sie eben Türme angreifen können, was tatsächlich auch sehr, sehr praktisch ist. Ui, dein Held flieht. Ja, wir haben leider ihren Helden noch nicht tot gekriegt. Der ist relativ stark irgendwie. Dankeschön, Kellavra, für die 7 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ich meine, sie haben auch nicht mehr viel. Ja, die Türme machen den Work gerade. Ja. Ja, ist interessantes Balancing natürlich. Also in dem Fall finde ich gutes Balancing. Wir haben ja so ein bisschen die Strategie gefahren, sie erstmal aus der Ferne zu beballern. Und in der Zeit sammeln sie natürlich Turmressourcen. Jawohl. Sind wirklich, dass dieser Held so gut ist. Wir haben irgendwie gar nichts, was den besiegen kann. Ach, ich komme da so gar nicht hin. Wir kommen an den Punkt gar nicht hin, ohne zu fliegen. Ach. Du, Maurice, das sieht nicht so gut aus gerade. Ja. Ich schicke jetzt gerade nochmal die Reiter hier in den Held rein. Hast du noch was fliegt? Ja, die sind gerade gekommen. Wie wäre es denn mit dem einen Versorgungsposten da seitlich? Oh ja. Weil dann kriegst du den einen... Flieger können, nicht, können keine Versorgungsposten einnehmen. Fliegerviecher können das nicht. Nee, hatte ich schon mal den Gedanken. Ah. Okay, jetzt müssen die wieder weg. Krass. Ich glaube, etwas, was sehr viel Spaß machen wird zum Spielen, wird mit Kislev gegen Skaven, weil diese Frostmagierinnen so schade sind, stark sind und so viel Flächenschaden haben, dass die einfach die Skaven massenweise wegfrieren. Stimmt. Dankeschön, Verkalka, und Dankeschön, Aironi. Vielen lieben Dank wegen den Subs, ihr Lieben. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Das ist super süß. Vielen, vielen lieben Dank. Wirklich, Alter, dass dieser Held halt wirklich so. Dankeschön, Verkalka. Vielen lieben Dank. Hier, diese hätten wir gar nicht auf ihn gehen sollen. Aber wie krass der die Armee. Aber jetzt haben wir es. Wir haben jetzt einen Versorgungspunkt. Jetzt. Das war gut. Sehr gut. Und damit ist der Turm hier jetzt auch weg. Jetzt brechen sie auch. Okay, das war gut. Gott sei Dank. Ah, es ist ein legendärer Held, den wir hier wohl haben. Meister Assassine Snitch. Okay, dann ist der wohl auch besonders stark. Snitch. Weil der hat halt echt hier viel rausgerissen. Da war ich gestern so verwirrt.
Da war ich gestern so verwirrt, weil der heißt ja irgendwie Snicksch oder sowas, ne? Mhm. Und Günther hat das gestern im Stream sehr so ähnlich ausgesprochen wie Snitch die ganze Zeit. Und ich war erst gar nicht gerafft, was es ist und war so, oh Gott, wen beleidigt er gerade die ganze Zeit? Und ich dachte die ganze Zeit, er würde das Schimpfwort Snitch benutzen, bis ich gecheckt habe. Nein, das Ding heißt Snicksch und das ist so ähnlich, dass das kein Schimpfwort war, das gemeint wurde. Geil. Gut, das war ein harter Kampf. Das war trotzdem gestern. Ein Pyrrhus-Sieg. Aber wir haben, glaube ich, weniger Truppen verloren. Darum ging es ja. Ich glaube, wir haben keine Einheit ganz verloren. Die regenerieren dann sich alle. Dann ist das worth it. Das, genau, sehr, sehr gut. Und wir haben jetzt hier seine Stadt. Dankeschön, Verkalker, für die 4 Monate. Ist. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Oh, wir bestellen jetzt Pizza. Ich freue mich geil, so. Geil. Mit Pizza ins Wochenende starten, mit Pizza und Warhammer. Ich könnte mir gerade nichts Besseres vorstellen. Übrigens, ich finde jetzt retroaktiv haben wir auch nochmal mit einer schwierigen Schlacht die Freizeit für meine Zuschauer verdient heute. Vorher hat der Chef ja so ein bisschen Kulanz gezeigt und für eine edle, aber einfache Schlacht trotzdem den Feierabend gewährt. Jetzt, finde ich, haben wir auch nochmal das retroaktiv verdient. Weil das war eine schwere Schlacht und wir haben gesiegt. Weil das auch im Chat gerade steht, wenn man verstehen möchte, was Masse statt Klasse bedeutet, dann bedenkt, dass gerade 980 Mann gegen 4200 Skaven gekämpft haben. Geil. So, aber wir haben hier diese Stadt erobert. Der Boss von Korn ist krass, ja, Huber. Sehr, sehr krass. Versuchen musste ich wieder was zu holen. Und während wir Taizu besetzt haben, und das finde ich gut. Finde ich sogar sehr, sehr gut. Ich bin von meinem Helden echt begeistert. Der hat richtig reingehauen. Der hat richtig Spaß gemacht. Nice. Oh, ich werde hier unten besucht gleich. Was ist das denn? Oh, Zensch ist hier? Oh. Okay, unerwartet. Ja, der will Rache nehmen für gestern, Pia. Ja, möchtest du das nicht mit so viel Vergnügen sagen, bitte? Es tut mir ein bisschen vielleicht leid. Nein, tut's dir nicht. Das stimmt. Ich guck nochmal einen Moment. Ins Schlangentor, weil mein Chat das fragt, kann ich keinen Außenposten bauen. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn ich da dich supporten könnte mit einer extra Garnison. Nee, das aber, also es ist ja grundsätzlich so, desto weniger ich meine eigene Hauptstadt halten muss, desto mehr kann ich ja selber im Schlangentor dann stehen. Deswegen. Ja. Von deinem Eirat, Meppo? Ah, aber die. Oh nee, ich dachte gerade, die KI kriegt's gegen Zenich, aber sie ist stattdessen komplett eingegangen. Ey, so, mein Chat einfach, diese schlimmen Wortwitze. Ich finde, dieses Format sollte, hör mal, wer da Warhammert heißen. Wow. Gut, nachdem man es ja tatsächlich offensichtlich hören kann, weil man mich an meiner Stimme erkennt. Alter, dir läuft da so ganz knapp entlang. Erfolg, Soren Teinfost hat eine Technologie gestohlen. Was bedeutet das? Das ist eine gute Frage. Oh, ich habe noch ein, der eigenartige Herr von Schloss Drakenhof überreicht eurem Karawanenmeister ein Abschiedsgeschenk. Klinge der von Karsteins. Gibt richtig gute Fähigkeiten, aber auch +4 vampirische Korruption in der, lokalen Provinz, also ein bisschen ein vergiftetes Geschenk vielleicht. Aber für den Karawanenmeister ja voll okay, dann trägt er halt ein bisschen Vampirkorruption immer wieder so durchs Land, aber es ist ja dann nicht mein Reich, das korrumpiert. Das ist die richtige Einstellung. Es betrifft ja nicht mich. Ja, genau, es ist doch voll okay alles. Ja. So.
Jetzt, wo ist hier diese Hauptstadt, die ich noch haben will? Das ist die Shangyang. Die holen wir uns jetzt als nächstes. Und dann noch der Turm von... Okay, das heißt, wir holen uns das hier und dann haben wir zwei Provinzen. Dann sind wir gut aufgestellt. Geil. Und die Skaven sind tot. Die ist sich gebührt. Das ist eine Heldenaktion, die den Forschungsfortschritt seiner Fraktion erhöht. Okay, aber das nimmt mir nichts weg, oder? Das klingt mega gut, Meppo. Das heißt, ich will es ihnen verbieten, nicht weil sie mir was klauen, sondern weil ich nichts davon habe. Oh, und ich habe noch eine Heldin bekommen. Ich hole mir, bis meine Pizza da ist, eine Scheibe Käse aus dem Kühlschrank. Mach das. Ich bin auch froh, dass wir diese beiden Elite-Einheiten nicht verloren haben. Das war sehr knapp. Das passiert schon nicht. Dann haben wir den Griff. Ich habe übrigens gerade festgestellt, dass ich tatsächlich dir einen Außenposten ins Schlangentor setzen kann. Das mache ich jetzt gerade. Mm. Dann verstärke ich die dortige Garnison. Das ist actually großartig. Das ist ja sehr, sehr praktisch. Das ist sehr großartig. Moment mal. Hier ist der Terrakotta-Friedhof. Diese Karte ist aber die größere Version von der gestern, oder? Nee, die Karte ist die gleiche, lustigerweise. Die andere ist nur beschleunigt in ihren Spielmechaniken. Aber du hast genau das Gleiche. Also stimmt, ich stand... Ich bin da oben. Stimmt. Das ist genau da... Das Drachentor und das Schlangentor waren die Sachen, die mir zum Sieg geholfen hätten gestern. Wow. Das waren die zwei Siedlungen, die ich noch hätte einnehmen können in dem Zug, der dann gebackt war. Also theoretisch, ne? Wir werden es halt nie erfahren, ob du... Naja, das Schlangentor war halt also nicht aufgebaut. Immer in Zweifel und wird nie 100% legitim sein können, aber streng genommen hättest du vielleicht... Genau das. Dankeschön, Richless an. Rödinger Sieg. Vielen Dank für die 14 Monate. Dankeschön. Dankeschön. Mm. Der Rebellenfürst Hao Ta möchte mit mir ein Friedensabkommen. Gibt er dir Geld dafür? Ja. Dann nimm's, weil ich mach den eh bald platt. Das ist der, der unterhalb von uns beiden ist. Der ist aber nicht nur unterhalb, der ist zwischen uns, der Dude. Ist das, vielleicht ist es ein anderer. Ich meine, nee, stimmt, es ist ein anderer. Ich meine die Dissidentenfürsten von Yin Shen. Nee, stimmt, der ist bei dir, mit dem solltest du keinen Frieden ja, machen. Ja, weil das Gebiet will ich haben, weil sonst bin ich da in der Ecke so eingesperrt. Nee, genau. Nee, das sind deine Regionen. Ich aber das Friedensabkommen geht auch nicht so viele Runden, ne? Ich weiß gar nicht, ab wann man das wieder brechen kann. Ach, wir gehen das Risiko jetzt nicht ein, dass das dann zu lange hält. Ja, der kann ja auch nichts. Wenn er Frieden will, heißt das ja auch, dass er schwach ist. Ja, aber es ist auch, also ich hatte ja selber ein bisschen Kislev gespielt
Und da hatte mir Prag den Frieden angeboten und ich habe es abgelehnt, weil er schwach war. Und zwei Züge später waren sie dreimal so stark wie ich, weil das ist die KI und sie cheatet. Deswegen. So you have chosen death. Ja, das war wirklich so ein Moment. So ein you have chosen death Moment. So, ich muss jetzt hier... Oh Gott. Okay, das sind sehr viele Fronten, die hier gerade gleichzeitig entstehen. Und ich weiß halt nicht, ob ich gerade einen Meter aus dem Schlangentor rausgehen darf. Oder ob das dann instant fällt. Das ist eine gute Frage. Ich kann es halt nicht einschätzen, aber ich würde halt gerne meine Hauptstadt schützen. Aber ich könnte ja meine Hauptarmee und meine Nebenarmee tauschen. Stimmt. Das wäre was. Weil der kommt mir da gerade mit 15 Zinch-Einheiten reinspaziert. Aber gleichzeitig könnte ich die auch jetzt rushen. Das mache ich jetzt einfach schnell. Der ist nämlich auch auf dem Marsch. Der kommt nicht weg. Wenn ich das mache. Der kommt nicht weg. Jawohl. Es ist ein bisschen wie Schachspielen auch, ne? Ja. Wenn ich mir so anschaue, wie man dann so die Züge vorausplant und so. Gut, der Dude hat gerade gesagt, er verneigt sich nur vor Drachen, aber gleichzeitig führt er Krieg gegen mich. Ich fühle mich jetzt tatsächlich persönlich angegriffen. Das ist ein bisschen beleidigend, das stimmt. Also, dass er unsere Drachenhaftigkeit in Zweifel zieht. Was schon gibt frech. Ihm denn dieses Recht? Das ist frech einfach. Bin ich jetzt auch kein Fan von dieser Ansage. So, ist meine Karawane wieder da? Kann ich die wieder losschicken? Vielleicht sind Eumeldrachen ausgenommen, wird bei mir geschrieben. Das wäre aber schon auch ziemlich gemein. Gut. Dann habe ich jetzt hier meinen Zug durch. Und hoffe, dass das kein Fehler war, dass ich einen Meter aus dem Schlangentor rausgegangen bin. Ich habe ein bisschen, ich befürchte es ein bisschen, aber... Er verneigt sich halt vor Drachen, nicht vor Drachinnen. Wow. Und jetzt wird ja auch noch diskriminiert hier, hallo. Er ist entweder ein Rassist oder ein Sexist. Ich weiß nicht, ob es was Besseres, also ob es da was Besseres gibt dazwischen. Das ist beides ziemlich widerlich. Optimal, ja. Also er muss auf jeden Fall weg. Sein. Also das ist die Konsequenz auf jeden Fall. Die Zientleute, das ist natürlich ungünstig. Die haben mit Zafirels Wachende eine Konföderation. Die sind da hier. Das gefällt mir nicht. Oh! Oh, ich habe jetzt perfekte Harmonie. Das ist krass. Das ist sehr cool. Die Gefahr für die große Bastion ging runter. Ich habe die erste Welle besiegt. Oh, voll gut. Ey, also nur mal kurz, mit voller Harmonie kriegst du minus 20 Kosten für alle Gebäude, 40 Wachstum. 25% Einkommen aus allen Gebäuden, plus 8 Kontrolle, minus 5 Korruption und noch eine Armeefähigkeit namens Ahnenkrieger. Von der ich nicht weiß, was sie macht, aber du kriegst da richtig viel. Wenn du, also, das geht nur, wenn du wirklich genau auf 0 bist. Also, nicht auf minus 1 oder plus 1, dann kriegst du richtig fette Boni. Das klingt mega cool. Das klingt sehr, sehr cool. Ich werde das nicht kämpfen, denn ich verliere nur 3 Bauernlagerspeereinheiten und das ist echt egal. Ahnenkrieger spawnt körperlose Jadekrieger, wird mir gesagt. Das klingt ja auch noch richtig geil. Retribution is nice. Gut, den belagern wir einfach mal. Ja gut, das heißt, wir brauchen die 3 Tore und wir brauchen die Harmonie und das ist das, was uns glücklich macht.
Dann haben wir was gelernt, auf jeden Fall. So. Mit denen bin ich friedlich, das sind die Bösen. Es ist so schön, wenn man das Leben einfach in Gut und Böse kategorisieren kann. Ja. Die sind böse, so, die sind gut. Ich kann dann mal den, das ist eigentlich gerade ganz recht. Wir haben auch noch eine zweite Armeefähigkeit, weil der Kompass voll ist. Wir können so ein Bombardement anfordern in der Schlacht. Es kann sein, dass der Gegner jetzt gleich gegen mich einen Ausfall macht. Und dann testen wir mal das Bombardement und die Ahnenkrieger in der Schlacht. Da habe ich Lust drauf. Mit meiner perfekten Harmonie und der vollen Kompassenergie. Ah, halt. Die soll bitte hier noch, sie kann in die Armee rein. Dann haben wir da noch einen Held. Und dann rüste ich die noch ein bisschen aus. Ich baue das Schlangentor einfach komplett aus, ne? Ich gehe da voll rein. Ich butter da mein ganzes Geld rein gerade. Aber ich habe das Gefühl, das ist was Wichtiges. Mein Held hat gerade eine Ogerklinge ausgerüstet. Da gebe ich ihm lieber die Klinge der von Karsteins. Da muss ich auch noch gucken. Genau, ich habe ja auch noch Klingen, also irgendwas freigeschalten. Da muss ich auch noch mal reinschauen, was. Warden of the Great Bastion. A tool fit for the dragon's daughter. So. Celestial Ancestor. Ach, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen weit gelaufen. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen riskant, was ich hier tue. Upsi, da habe ich nicht so genau mitgedacht. Alchemistin ist wahrscheinlich eine Zauberin, ne? Ja. To fight for me is an honor. Das ist mein Fall. Aber lassen wir den Kompass jetzt da, wo er ist? Ich würde sagen, also gerade noch vielleicht, bis ich diese Schlacht geschlagen habe, weil ich diese Bombardement-Fähigkeit dafür, glaube ich, brauchen kann. Und dann können wir ihn gerne woanders ausrichten, weil die Bastion brauchen wir eigentlich gerade nicht mehr. Jawohl, dann lasse ich den so, wie er ist und würde meinen Zug abgeben. Wie kommt die von Karsteins Klinge in diesen Teil der Welt, die Karsteins noch nicht auf der Welt wandeln? Man sieht die schon. Ja. Ich hatte Manfred von Karstein tatsächlich schon gesehen. Stehst du zu Yong Sun? Zu wem? Okay, wenn du sie nicht kennst, dann wird sie dir nicht wichtig sein. Nö, Das ist einfach irgendeine Einheit im Osten, der militärische Zugang für Geld. So, er gibt uns hier eine mannhafte Niederlage, die machen einen Ausfall. Das würde ich sagen, kriegen wir doch gekämpft. Jawohl. Ich finde den Namen der Fraktion immer noch so geil. Die Dissidentenfürsten von Jin Shen. Klingt so richtig hochtrabend. Klingt extrem hochtrabend. Kriegen wir die getötet, bevor das für die Verbündeten einmarschieren? Das wäre cool natürlich. Aber die Verbündeten kommen ja in der Regel sehr schnell, ne? Also 2 Minuten. Wahrscheinlich nicht, aber wir können ihnen schon mal gut Schaden machen. Das ist auch eine krasse Karte, holy shit. Wow. Wie schön. Also am besten gehen wir halt so oben rum, versuchen uns diesen Highground da links zu sichern. Jawohl. Wir machen jetzt mal hier den wir sehen Via-Wave. Nicht, wo die Verbündeten spawnen, ne? Oh, stimmt. Weird. Oder sind die standardmäßig drinnen? Bei einem Ausfall, ich bin mir gerade nicht sicher. Doch, die sind dabei, die sind schon dabei. Dann müssen wir eher so hier, würde ich sagen, den Hügel halt campen. Also, wir stellen uns ja eh gerade schon auf den Hügel. Dass wir die halt zu uns kommen lassen, weil sie sind ja der Angreifer. Machen dann aber vielleicht ein bisschen die Armee so ein bisschen mehr an die Seite, dass wir auch nach rechts uns abdecken. Hier hinten haben wir noch diese fette Artillerie.
der Held. So, dann würde ich mal wieder dir halt so die linke Flanke geben. Ich finde das super cool, wie die Pferde designt sind. Dass sie auch so Flugreiter haben, aber die sich so krass von den Bretonen unterscheiden, finde ich mega cool. Die sind echt cool, ich habe noch gar nicht näher angeguckt. Voll schön. So, würdest du sagen, das passt oder sollen wir noch irgendwas ändern an der Aufstellung? So, ich lass mich mal ganz kurz nur gucken, was ich überhaupt habe. So, ich habe hier das hier. Ich habe hier eine Magierin, die sengendes Verderben machen kann. Und ich glaube, das dürfte gut passen. Wir sollten ein bisschen noch vorgehen mit den Bogenschützen, dass wir alle diese Harmonie-Boni haben. Das ist sehr richtig. Und ich lasse mal die Kavallerie hinten über der Artillerie fliegen, dass die sich das auch gegenseitig geben. Frech. Das ist doch super. Ja, das finde ich gut. Dann sind wir bereit. Ich bin bereit. Halt echt viel. Das ist echt viel. Aber er muss bergauf kommen. Vergiss das nicht, er muss bergauf kommen. Ja. Und wir haben auch noch einen Summon für die Ahnenkriege. Ist dieser Rahmen, wenn ich auf die drauf drücke, dieser Einflussrahmen? Die Nahkämpfer? Wahrscheinlich, ne? Es wirkt ein bisschen so. Weil ich möchte ihn ein bisschen, genau deswegen, wegen diesem Bums, die ich da gerade sehe, will ich ein bisschen die Armeen auseinanderziehen, damit es nicht zu viele auf einmal trifft. Oh, der hat ja richtig weggehauen damit. Diese quadratischen Dinger sind immer Sachen, da kriege ich so mega den Anfall, weil ich mir denke, boah, wenn ich jetzt Magierin in der gegnerischen Armee wäre, würde ich mich freuen darüber. Halleluja. Ja, das stimmt. Können wir mal gucken, wir haben ja auch Magier. Da müssen wir noch ein bisschen ran. Ich meine, ich bin Artillerist, ich freue mich auch gerade sehr darüber. Weil das wird halt richtig weggeballert da unten gerade. Alter, jetzt geht's los. Tatsächlich nur am Tor, weil es auch gerade entschieden. Ich dachte, wir können das überall benutzen. Aber dann sollten wir den Kompass jetzt dann wirklich umleiten. Dann bringt er uns gerade gar nichts mehr am Tor. Ach, wir stehen nicht ganz auf der Höhe. Das ist nicht gut. Wir stehen so ein bisschen dahinter. Desto näher ich ranzoome, desto mehr merke ich, dass unsere Aufstellung nicht ganz so gut war. Weil wir nicht auf dem Hügel drauf standen, sondern hinterm Hügel. Wir konnten aber, glaube ich, nicht viel weiter vor. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die haben richtig krasse Bogenschützen da hinten. Ja, dann schicke ich die Flieger rein. Und die Ahnenkrieger, komm. Ich muss tatsächlich die Bogenschützen zurückziehen, weil deren Bogenschützen unsere auseinandernehmen. Puff.
glaube, ich habe sie mit den, ich habe sie ein bisschen gebunden mit sehr schön. Mit Reitern und beschworenen Kriegern. Ich hoffe, meine Einheiten fangen sich da hinten gleich wieder, weil da läuft ein bisschen was weg gerade. Oh, das sieht alle sehr unangenehm aus gerade. Das stimmt leider. Gut. Schieß da rein. Oh, das hat aber schön weh getan, zumindest. Das hat zumindest schön weh getan. Ja, das Problem sind eher, also die Bogenschützen da hinten sind heftig. Das hat mich zuerst zerschlagen. Und jetzt diese Bauernreiter, die halt die ganze Zeit hinten in meine Bögen reinreiten und ich kann nichts dagegen tun. Und ich habe halt die Magierin, aber damit versuche ich hier die Schwertkämpfer zu brechen, damit wir uns dann auf die Bogenschützen konzentrieren können, weil an die komme ich nicht ran. Aber unsere Magie der Winde, jawohl, da ist sie wieder. Jetzt finishen wir das hier. Let's go. Komm schon, die werden jetzt brechen. Die müssen jetzt brechen. Komm, 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 komm. Ach, ja, da bricht der Erste. Da bricht der Zweite, jawohl. So habe ich mir das vorgestellt. Dankeschön, RK, please, für die 5 verschenkten Subs, ey. Das ist super lieb. Vielen lieben Dank für den Support. Danke, danke, danke schön. Die kommen noch dazu, Rain. Ja, ja, die kommen noch dazu. Hallo, Marty. Ah, das sieht trotzdem nicht gut aus. Das habe ich mich möglicherweise übernommen mit dieser Schlacht. Ach, Quatsch. Oh, der hat gut gesessen. Der hat schön gesessen, der Zauber. Den Dankeschön. Reingeballert hast. Unsere Speerkämpfer und unsere Bogenschützen da hinten haben sich gesammelt. Oh. Hier die auch. Ich meine, solange dein Kommandant noch da ist, ist noch nicht alles verloren, oder? Ja. Der kann schon relativ viel. Die Magierin ist leider gebrochen, aber sie lebt und das ist gut. Die wird sich bestimmt nochmal fangen. Sehr gut. Dafür brechen wir alle. Krass. Alter. Ja, nee, jetzt bricht irgendwie unsere ganze Armee. Schade. Krass, wie schnell der Moral, also diese Moralprobleme bei der Fraktion sind, ne? Ja. Möchtest du den Kampf nochmal probieren? Nee, das haben wir jetzt halt verloren. Das ist halt blöd gelaufen. Schlacht auf sehr schwer ist doch irgendwie doof. Nee, finde ich gar nicht. Ich finde, das macht die Herausforderung und den Charme auch ein bisschen aus von dem Spiel, dass man halt wirklich strategisch vorgehen muss und nicht einfach nur reinrennen kann. Ui, sie ist wieder da.
Kannst du fliehen mit der Armee? Überlebt die, wenn du fliehst? Ich glaube nicht, dass die überlebt. Der hat ja einen Ausfall gemacht. Ich habe belagert. Ich glaube, da werde ich gewiped. Ja. Aber das macht auch nichts. Brauche ich halt nicht mehr. Ich verprügel hier noch ein bisschen, Leute. Ja, ich hau auch noch so gut weg, wie ich kann. Weil sie ist wieder da und sie macht mega krasse Sprünge. Und sieht sehr, sehr episch dabei aus. Die Helden sind echt cool von dem Volk. Also ihn finde ich auch richtig badass. Okay, ihr Moment ging etwa 4 Sekunden, bevor sie wieder geflohen ist. Ja, man hält's auch gleich weg. Ich bin ja mal gespannt, ob sie diesmal die komplette Map abbilden für Mortal Empires oder ob es eine abgespeckte Version gibt, wie zum zweiten Teil. Oh, die wird ziemlich fett werden. Es gibt ja auch, wurde mir heute im Chat gesagt, es gibt schon ein Datenmining aus dem Spiel, wie die Map aussehen wird. Oh. Oh, guck mal, hier breche ich jetzt gerade noch richtig viele weg, immerhin. Diese ganzen halbtoten Truppen. Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen Magie hätte, könnte ich mal den Drachenatem reinsetzen. Das wäre geil, aber den Held schaffe ich nicht mehr. Gibt es die große Kampagne noch nicht, für die man alle 3 Spiele braucht? Nee, die ist auch beim zweiten Teil mit 1 Monat Verspätung gekommen und genau. Ist auch echt nicht notwendig, weil du hast ja echt 1 Monat gut zu tun mit den Kampagnen hier erstmal. Andere werden es tapfer oder gar mutig nennen, das ist dennoch eine Niederlage. Ha. Hast du das gerade gesagt oder das Spiel? Das Spiel. Die Garnisonen sind krass in dem Spiel. Das waren jetzt mehr Garnisonen, als er Armee hatte. Ja. Ist ja auch gut so. Also ich finde es mega gut. Das ergibt halt ja auch spielerisch dann Sinn, halt mehr Garnisonen zu bauen. Hallo Stullen und hallo Vroni. So. Ach, die flieht sogar, die Armee jetzt. Ich dachte, die würde jetzt gewiped. Das ist okay, doch was Positives. Das ist natürlich, ist auch fast nichts dauerhaft gestorben. Ist sie, erlebt deine Magierin noch? Sehen wir gleich, Moment. Ach, das ist natürlich super, dann ist ja eh alles okay. Jau. Sie lebt sogar auch noch. Geil. Die Artillerie und die Feuertypen leben noch. Dann ziehen wir uns einfach hier schnell in den Schrein des Alchemisten zurück. Mein Yin und Yang ist jetzt auch im Ausgleich. Geil. So, aber dann will ich jetzt natürlich mal den Kompass ändern. Jawohl. Ich glaube, Wachstum und mehr Einkommen ist super, oder? Also der himmlische See jetzt. Ja. Machen wir das doch mal. Das klingt gut. So, dann, oh, jetzt können wir hier noch global, die sehen cool aus, Eisenhagelschützen rekrutieren. Die Leute wollten ja Artillerie haben. Und I only serve the changer. Bisschen drauf bauen, dass ich Lanzenträger rekrutieren kann. Weil das fehlt uns gerade noch ein wenig. Ah, ich habe noch nichts Neues in meiner Stadt. Mein Wachstum in meiner Hauptstadt ist eher langsam. Aber ich krieg eine Garnison in den Minen von Nanyung. Das finde ich ganz gut. Und ey, der Feind hat meine Klinge der von Karsteins gestohlen. Das ist ja mal unterirdisch, das ey. Gibt Rache. Das ist ja mal das Schäbigste, was ich... Also, wie kann man nur? Wie kann man so sein? Ja. Da habe ich gerade gar kein Verständnis dafür. So, ich schicke wieder eine Karawane los. Und hoffe, dass sie überlebt. Ich hätte Lust auf das Geld. Das Geld ist immer gut. So, wie sieht's da draußen aus?
Also die Gefährdung durch das Chaos wird jetzt auf jeden Fall größer als vorher. Finde irgendwie, die Asiaten passen nicht so ins Setting der Anführer, weil er sich in einen Drachen verwandeln kann, aber die Soldaten nicht. Es gibt Zwerge, Elfen, Dämonen und dann einfach asiatische Kämpfer. Ist aber nur meine Meinung, macht trotzdem Spaß, bei euch zuzuschauen. Und was ist mit den Bretonen? Verstehe jetzt auch nicht ganz, warum das nicht passen soll. Es gibt bei Warhammer schon seit jeher Menschenvölker. Und das ist einfach ein anderes Menschenvolk mit einer anderen Kultur. Und all diese Menschenvölker bedienen sich teilweise magischer Elemente und teilweise nicht. Und was ist mit dem Kaiserreich? Müssen die jetzt alle gehen? Alle. Niemand mehr da. Genau, das Imperium. Also ich find's großartig. Ich find's super. Oh Gott, das ist meine Pizza. Jawohl.